Moin, moin, guten Abend. Willkommen, liebe Leute. So. Moin, moin, so, Chat. So, da. So, bin ich wieder, ne? Um ein bisschen Gold mit euch zu schürfen, ein bisschen was aus dem Boden zu holen. Ich hoffe, die Übertragungen sind am Start. Twitch dürfte funktionieren, zumindest sehe ich so im Twitch-Fenster. Und ich denke, YouTube sieht auf den ersten Blick auch aus, als wäre ich jetzt online. Also seid gegrüßt, liebe Leute. Von hier natürlich auch nochmal schönes Osterfest. Obwohl ich das natürlich schon jetzt mehrmals gewünscht habe. Hier im Livestream vielleicht nochmal. Und dann soll es auch erstmal gut sein, wa? So. Genau. Der Bunny von Alex. Alex, moin moin, guten Abend, moin moin. Ja, wollen wir gucken, was wir heute reißen können. Ein bisschen Gold haben wir auf Tasche, ein bisschen Nuggets hatten wir gefunden. Wir haben noch 100.000. Jens Braun, moin und frohe Ostern. Twitch läuft sehr schön, danke fürs Feedback. Immer top. 2 Minuten zu früh, genau. Kannst noch hier nochmal schnell, ne? Ich hab schon Kaffee. Ne? So, von daher. Guten Abend, frohe Ostern und genau. So sieht's aus. Ihr habt ja, die meisten von euch haben wahrscheinlich den Community-Beitrag gesehen, ne? Wo ich schön am Ostereierfärben war. Wer hat's gesehen, wer hat's nicht gesehen? Schreibt's gerne rein. So, 14.14 Uhr. Wir hatten ein paar Eimer schon vorbereitet, aber ich meine, wir wollten eigentlich direkt loslegen und nochmal ordentlich Erde bewegen heute, ne? Tupf uns aus. Ach, danke. EDF, Mordak, moin, frohe Ostern ebenfalls. Danke fürs Reinschalten. Für die Twitch-Kollegen. Also hier, glaube ich, haben wir noch ein bisschen was zum Baggern. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal vorankommen. Den Generator können wir eigentlich wieder anschmeißen. Was machen wir? Also fangen wir an hinten. Die Pumpe an, Stromgenerator an. Aufgefüllt, glaube ich, hatten wir das sogar alles noch letztes Mal. Und dann legen wir gleich los. Wir wollen heute nicht viel Zeit verlieren, sondern heute heißt es Erde bewegen. Ich habe heute schon eine Menge Gold Nuggets gefunden. Aber dazu vom Laufe des Streams mehr. Müssen wir erstmal loslegen hier. Also wir müssen auf jeden Fall noch mehr Kohle machen, das ist klar. Mit der aktuellen Kohle können wir noch nichts Großartiges bewegen hier. Den mache ich auch, weil er einfach so sparsam ist. Die Lampen sind gut. Ganz moin moin, danke auch so. Ich habe es in der WhatsApp-Gruppe gesehen, ja, auch nice. Sehr gut. So, war aber eine komische Eierfärbungsfarbe, ehrlich gesagt. Wir stehen schon ganz schön auf 7:30 hier, ne? Da sollen wir ein bisschen in Sicherheit fahren. Dachte ich doch noch, dass wir hier rückwärts fahren müssen. Sieht halt so aus, als würden wir vorwärts fahren, aber nein. Wir müssen ein bisschen rückwärts fahren. Das ist vorwärts fahren. Richtung. Ich glaube, stehen wir doch hier erstmal halbwegs sicher, ne? Ups, stopp. So, kommen wir also rein. Baggerschaufel am Start. Waschanlage ist noch nicht an wahrscheinlich. Moin. Ist so viel bewundert, dass du nicht mit den Farbhandschuhen ins Gesicht gegangen bist. Nur ein bisschen so ungefähr. An den Fingern war es nachher überall. 21 ist da drin. Oh, stopp. Ich dachte im Eimer, wir haben gar keinen Eimer drunter. Das war ja schon wieder Verschwendung hier. Geht ja schon wieder gut los. So. Rein in eine gute Maschine, wa? Aber nochmal wieder gucken, was wir hier so reißen können. Eigentlich müsste es von der Entfernung ganz gut passen. Wird wieder ein bisschen dauern, das letzte Mal baggern ist eine Woche her, das wisst ihr. Es dauert dann immer ein paar Minuten, bevor man einigermaßen hier den richtigen Swing drauf hat. Wir sind tatsächlich ziemlich nah dran, man merkt es, wir müssen ganz schön weit einziehen, die Schaufeln. Aber dann treffen wir wahrscheinlich auch relativ gemeint, wahrscheinlich zumindest relativ gut den Einfülltrichter da oben. Wir haben hier noch goldreiches Material zu graben und gar nicht mal so wenig.
Ein bisschen nah dran ist es dann doch. Ich muss erstmal die richtige Kamera wieder finden. Das, wie gesagt, kriegen wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Und dann heißt es natürlich einmal für einmal heute rausschaufeln. Wir müssen den nochmal tanken, den sehe ich gerade. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für heute Abend. So, ich hoffe, ja, alle, die irgendwie Ostereier versteckt haben heute oder haben vielleicht gesucht mit Kindern und so, haben auch alles wiedergefunden, was versteckt worden ist, oder vermisst noch irgendjemand irgendetwas. Oh, eigentlich waren es ein paar mehr Eier im Garten, aber irgendwie sind es weniger geworden. Kann ja sein. Soll vorkommen, sowas. So, YouTube läuft, Twitch läuft. Also ihr könnt, wie gesagt, auch wieder die Möglichkeit, vielleicht Twitch zu gucken. Oder eben auf YouTube, je nachdem, wo ihr Bock zu habt. Ich sag mal schon mal vielen, vielen Dank für die ersten Likes auch auf YouTube. Danke euch für den Support. Und mal gucken, wie viel Gold wir heute rausholen. Also es muss, weiß ich nicht, 100.000 müssen wir auf jeden Fall verdienen, oder? Also am Abend. Mit so einer Schaufel natürlich nicht. %23. Und Geld sparen, um dann irgendwann natürlich eine ordentliche Waschanlage und so zu kaufen. Aber da gehört natürlich mehr zu. Als zack, kaufen, fertig. Guten Abend, Stefan. Moin, moin. Hier wird wieder Gold geschürft. Das kommt gut an, glaube ich. Ja, es passt. 40% gefüllt, der erste Eimer. Ich glaube, wir hatten drei Eimer haben wir bisher, glaube ich, ne? Mit gutem Material im Zelt schon stehen. Und jetzt wollen wir natürlich noch gucken, dass wir da mindestens am besten 10 Eimer oder so draus machen. Mindestens, ne? Das ist ja auch der letzte Tag im... Ja, was haben wir denn praktisch gesehen? Haben wir tatsächlich 4 Jahreszeiten hier oder gibt es 2? Also ich weiß es nicht. Weil da steht bis Sommer, dann würde ich jetzt sagen, wir sind eigentlich im Frühling. Aber ob es so ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ist auch Herbst, Winter, also Winter ja wohl. Wahrscheinlich auch die anderen Jahreszeiten, ne? 10 Tage pro Jahreszeit. Leute sind schon am Start und 45 haben Leid da gelassen. Vielen Dank. Das freut mich auch am Ostersonntag. Nicht so hinhören morgen bei der LS Mittagsfolge. Ostersonntag, Ostermontag. Ich glaube, im Nachhinein hatte ich gesehen, da herrschte Verwirrung. Wie auch moin auf Twitch. So, mit ein bisschen Glück knacken wir heute auf Twitch die 10.000 Aufrufe insgesamt. Das ist, glaube ich, ja, wie gesagt, Twitch wurde ja bisher eigentlich wirklich nicht viel genutzt. Und dann 10.000 Aufrufe natürlich auch wieder eine schöne Zahl, die man dann da mal, so eine runde Zahl dann mal erreicht. Also, wenn ihr einen Twitch-Account habt, schaut auch da gerne mit rein. 4 Jahreszeiten, sagt Felge. Danke. Ich hab, du wolltest ja im ersten Stream das Gold auf Bunsen stellen. Da kann man, hatte ich mal. Aber dann fand ich wieder blöd, dass die Schläuche dann auch auf Feed sind und nicht auf, ne, also auf der Feed. Fuß, nicht, ne? Nicht Fed Action, nicht Feed Action, was auch immer, sondern. Deswegen habe ich es wieder auf Gramm umgestellt. Und wir haben meistens jemanden im Chat, der immer direkt, wenn wir mal ein Nugget finden, das sagt von wegen so, das waren so und so viele Unzen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe heute tatsächlich schon Gold geschürft, in Anführungsstrichen. Und zwar mit meinem Sohn in der Sandkiste. Das war eine gute Idee vom Nachbarn letztens. Meine Kinder, wie gesagt, aktuell beschäftigen zu Hause, kann man ganz gut, wenn man eine Sandkiste hat und da zum Beispiel ein paar Sachen rein vergräbt. Der Nachbar hat eben Mädels, der hat da irgendwelche Perlen, Münzen, keine Ahnung. Also hier Perlen oder... Ach so, so Steine, so Dekosteine sozusagen vergraben. Hendrik Blasius. Vielen Dank fürs Subscriben, danke dir. Und wie gesagt, was können wir bei uns machen? Wir gucken ja auch, unser Sohn guckt
gezwungenermaßen schon mal mit die Goldschürfer sozusagen auf D-Max hier aufgenommene Folge, die wir dann ab und an am Nachmittag oder den Abend mal gucken zusammen dann auf dem Sofa. Also kennt ihr schon Gold? Und dann haben wir so, es gibt ja so angesprühte Steine, ne, aus Goldfarbe. Habe ich ein Kilo knapp von gekauft, das kostet nicht viel. Und das in der Sandkiste schön versteckt und eingegraben sozusagen. Und da haben wir jetzt angefangen mit, er hat einen kleinen Radlader, zwei Radlader hat er, aber einen, so einen. Und dann haben wir das in so ein kleines Sieb reingetan, ein bisschen ausgesiebt. Unter dem Sieb stand dann der kleine Anhänger sozusagen, also ein kleiner Anhänger von, was ist das hier, Bruder, ne? Ich glaube Bruder heißt dieses Plastikspielzeug für draußen, die ist ein bisschen größer, also nicht Siko, sondern Bruder. Der stand dann da unter und das war also sozusagen Abraum immer abtransportiert. Also das war schon ganz lustig, da bestimmt mit 2 Stunden, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber haben wir eine ganze Zeit lang schon nach Gold gesucht, was ich natürlich vorher eingegraben habe. Aber wir haben auch ganz klassisch heute Morgen schon Ostereier gesucht, so ist es nicht. So, also wen es interessiert, ne, wer die Story gut findet, gerne eure Meinung wieder. Moin, moin, moin. So, was haben wir denn? Ich sehe gerade, ich sehe schon mal 100%. Warte, Gott. Schneide ich hier die ganze Zeit schon wieder. Ich habe gar keine Wahrnehmung, dass der Eimer hier schon voll ist. Dann wird das natürlich nicht. Aber ein Gold verschenkt bestimmt schon wieder. Aber der kleine feiert das mega. Und das ist ja die Hauptsache, ne? Erstmal wieder anschalten. Und hat natürlich dann auch alleine noch ein bisschen weiter gegraben. Man kann schon, wie gesagt, so ein Kilo kleine Goldsteine ganz gut in der Sandkiste verstecken. Die Kinder graben lassen und dann, ja, ne? Das ist schon ein netter Spaß. Das Wetter heute war ja genial, ne? Ich weiß nicht, war überall so gut heute. Ja, ne? Ich denke, bei euch im Süden war es wahrscheinlich gefühlt 30 Grad schon warm. Aber wir hatten irgendwie 19 Grad heute, was für uns Norddeutsche auch nicht viel ist. Ja, seit einem 18 Tagen. Guten Abend, moin moin. Danke dir auch jetzt. Eine Frage, Fett, was hast du für einen Mod, dass du dieses Raster in der Vierfach hast? Zum Beispiel heute, wo du Trigger in der Folge beim Verkaufen gesucht hast. Was für groß der Trigger ist. F5. Geht F5, aber du musst, glaube ich, den Developer-Mode, also Entwickler-Modus im Spiel selbst einmal einstellen. Gibt es aber Videos zu, wie man das macht. Oder Beschreibung oder was auch immer. Eigentlich Gold aus Schausen. Genau das Video. So ein Ding war das. War schon funny. Wie gesagt, zwei kleine Radlader. Der eine ist ein Pyrovi-Radlader, der andere auch ein kleiner Bruder-Radlader. Gutes Spielzeug für draußen, für die Sandkiste. Und wie gesagt, der kleine, ne, feiert das, das ist auch das Video. 25 Grad und sonnig, okay. Also. Echtes Goldschürfen, der Anfänger draußen im Garten. Virtuell ist hier mit einem großen Bagger. Das sagte ich dann aber auch, eigentlich fehlt uns noch ein Bagger. Haben wir nämlich nicht, für draußen. Mit dem Siegelbagger würde ich nicht unbedingt im Sand, in so einem feinen, körnigen Spielsand, das ist blöd. Macht man schnell, glaube ich, also nicht die ganze Technik mehr kaputt, als was man dann Spaß davon hat. Voll kriegt den bisher noch nicht, ne? Aber ich mache auch immer noch weite Wege hier. Bin ich Diesel im Tank? Okay, das müssen wir beobachten. Das Thema kennen wir ja auch von am Arsch. Ups. Guck irgendwie ein bisschen blöd hier, ne? Ich weiß nicht, ob das die Ecke besser ist. Was? 29 Grad? Das ist ja hier, ne? So warm wird es hier im Sommer nicht. Mal so nebenbei, also selten, seltenst. Und es will nicht regnen. Nee, das ist auch bei uns lang. Es wird trocken, ne? Und es soll tatsächlich noch zwei, also ich habe jetzt hier eine Prognose heute geguckt, 2 Wochen lang bleibt es wohl noch trocken. Also Regenschau hatten wir nicht, nee. Also mal kurz mal ein bisschen bewölkt und wir haben ein bisschen, bei uns natürlich typisch hustiger Wind. Ich glaube so ein bisschen Nordost oder sowas auch immer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der war schon echt kalt. Kann auch Südost gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Wind war noch echt frisch.
So, auf dem, ne, das hier ist wieder bestes Material, deswegen, also ich habe im Garten haben wir eine Menge Goldnuggets gefunden in der Sandkiste. Wir heute Abend müssen wir auch ein paar Nuggets mal wieder finden. Soll nicht nur noch im Cleanout hängen. Und dann müssen wir uns langsam damit abfinden. Dass wir so gut wie keine Nuggets mehr rausholen. Das ist einfach nur so ein Ding, die ersten Stunden ist, um es zu vereinfachen. Dass man jetzt aber wirklich nur noch sich die Arbeit machen muss und alles zwei ausgraben muss. Nimmt das eben mal komplett ab mit den Nuggets? Würde mich mal interessieren. Oder gibt es eigentlich doch immer welche? Ups. Einfach mal die Maus weggeswitcht. Bei ihm. Was? Wo sind die Weintrauben? Das stimmt allerdings. Die sind da rum. Muss ich noch pflücken? Die müssen noch geerntet werden. Schlecht verpflegt heute. Heute müssen wir eher Ostereier essen, ne? Oder Schokoeier. 70%. Hier kommt nicht immer alles an, ne? Aber war schon so halbwegs. Aber wenn wir ziemlich nah wieder rangehen müssen, verlieren wir glaube ich ein bisschen Zeit. Grüße mal neue Zuschauer, danke fürs Reinschalten. Zum wieder ein Gold Rush Livestream. Ups. Stand der Bagger eine Woche still. Jetzt wieder Zeit, hier ein bisschen was zu organisieren. Und wirklich mal voranzukommen. Ne? Ich meine, wir werden also nie wahrscheinlich alles eigentumsmäßig gekriegen. Wir werden wahrscheinlich schon später auf Mietfunktionen, gerade für die extrem teuren Geräte, zugreifen, weil bevor ich jetzt hier eine Million gebaggert habe, ist es wahrscheinlich schon 2021. Weil wenn es jede Woche ein Stream gibt, wisst ihr selber, ne, dann wird es ja wohl kein 5-Stunden-Stream werden heute. Wie mit LS letzten Donnerstag. Aber erstmal holen wir schön was raus hier. 4 Wochen schon, ne, also wir hatten auf jeden Fall schon Regen, aber nicht viel, also ein bisschen, aber auch nicht jetzt, ja, nicht so richtig nennenswert mehr, das stimmt. Die Zeit, ne, mal wieder ordentlich ein bisschen Regen kommt. Ich glaube, ich muss schon wieder raus aus dem Bagger. Dann wollen wir mal. Oder geht ein, ich glaube, einer geht noch, ne? Einer geht noch, meine ich, bevor wir alles wieder auffüllen müssen. Auch schon 17:30. Kosten kommen bald wieder. Ich habe die Waschanlage wieder nicht angemacht. Morgen, das ist wieder ein typisches Ding. Zack. Mal gucken, wie viel haben wir noch? Ich glaube, ist schon im roten Bereich. Da geht er noch raus aus dem roten Bereich. Ah, ist gelb, aber also. Aber wenn wir gut baggern, können wir es schaffen, noch einen Eimer voll zu kriegen. Mittwoch, ja, das stimmt, das soll bei uns wieder kälter werden, das habe ich auch gesehen. Aber kein Regen, ne, aber über. Aber mal ganz ehrlich so, ne? War das nicht ein merkwürdiges Ostern bisher? Lasst mal gerne in die Kommentare, die Leute. Wie ihr den Tag jetzt so verbracht habt heute. Also für uns das erste Mal Osterfrühstück zu Hause. Weil sonst immer bei meinen Eltern sind. Ich also schon immer war sozusagen. Und natürlich seitdem also Shelly mit dabei ist und wir auch mit Kids eigentlich immer. Ostersonntag, Frühstück. Kann mal Ostermontag gewesen sein, aber meistens Ostersonntag.
Frühstück bei Modern. Ups, mit vielen Verwandten und Bekannten. Ein bisschen daneben gestellt. Bis Mega-Fan, moin. Auch nochmal. Wenn wir uns rausholen hier. Dann kommt es in den roten Bereich. Aber wir müssen mit dem Bagger ja nicht weiter. Ne? Wir fahren mit dem Pickup hier hin mit dem Trailer. Dann können wir auch die Kanister hier nochmal voll machen. Hat so ein Wetterdings hier irgendwo. So, so, so. Maggi-Ei. Ei mit Maggi, denke ich, oder was? Also wir haben heute Morgen natürlich dann Ei zum Frühstück, weil, wie gesagt, unser Kleine sollte ja ein bisschen was zum Fitten haben, also versteckt sind nicht nur 5 Eier, sondern was haben wir? 13 Eier für 2 Leute, schon gar nicht mal so wenig. 5 zu 5 im Wald und haben Holz gemacht, auch schön. Haben auch schön Krach gemacht im Wald, außer Sonntag. Ich habe morgen Geburtstag. Ostermontag Geburtstag. Prozent, ja, das schaffen wir. Also die Ladung kriegen wir noch voll und dann müssen wir natürlich voll tanken. Dann müssen wir wahrscheinlich auch bald mal einen Sprit in der Stadt kaufen. 60%. Erstmal ein bisschen was zum Bäcker. Bagger noch weiter weg. Bagger. Kommen wir da nicht hin. Nicht trocken. Nee. Also den Eimer kriegen wir voll, bevor der trocken ist. Und danach wollte ich ja definitiv einmal kurz alles auffüllen. Mal überlegen, ob man jetzt schlafen geht und mal gucken, was am nächsten Tag passiert. Ob wir dann schon unser Wasserfass anschließen müssen. Oder haben wir dann im Sommer noch ein bisschen Wasser? Oder ist unser örtlicher Creek hier sofort, also unser kleiner Bach, ist der sofort versiegt im Sommer? Oder haben wir da ein bisschen gut? Und so komme ich zu arbeiten. So, alle zwei werden immer arbeiten zu Ostern. Ja, stimmt, das war ja auch Gastbereich, ne? Hotel oder war das? Gaststätte? Ich weiß es, sorry, ich weiß es nicht, ne? Ich habe Maisland bearbeitet, okay. Wie gesagt, ich mache den Bagger kaputt. Nee. So nicht. Prozent, ja, ein paar volle Schaufeln, also 2, 3 volle Schaufeln noch. Dann glaube ich, ist der Eimer auch voll. Da haben wir schon mal 3 Stück wieder vorbereitet. Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Doch, komm, einen noch und dann reicht's. Könnte sogar sein, dass es diese schon reicht. Aber auch eine schnelle Schaufel jetzt hier, gar keinen großen. Keinen großen Meters machen. Jetzt drehen wir den Bagger noch so, dass der ins Ziel in die Richtung geht. Ach, bei dem habe ich gar nicht Licht angemacht. Raus. Wollen wir
Und 100. So. Drei Eimer mit bestem Material. Also umsetzen brauchen wir noch nicht. Wir können da locker noch weiter baggern an der gleichen Stelle. Bis hier haben wir noch relativ viel in Griffnähe. Weil es wird weniger tatsächlich, aber ich glaube noch nicht, dass wir schon umgreifen. So, die Geräte aus. Taschenlampe an. Deine Taschenlampe brennt. So. Voll. Das Gerät können wir auch ausmachen. Könnten wir sonst auch auffüllen. 20%, aber das ist krass sparsam, oder? Mega sparsam. Den Wasseransaugschlauch möglichst dicht unter der Wasser verlegen. Dann hast du am längsten noch. Nochmal. Okay, danke. Top-Tipp. Friederike, vielen Dank. Achso, die Pumpe noch. Eigentlich hätten wir noch so ein zweites Flutlichtteil gut haben können, oder? Weil die machen so krass viel Licht noch an der anderen Seite einen aufstellen und man kann immer perfekt arbeiten eigentlich. Justus, wow, hier, moin moin, sei gegrüßt, auch auf Twitch grüße ich natürlich nochmal neue Zuschauer, schön, dass ihr reinschaltet. So, erstmal passieren. Dann haben wir das. 25 Leute auch auf Twitch, vielen Dank. Damit haben wir tatsächlich die 10.000 Aufrufmarke auf Twitch. Hm, lieben Dank, liebe Leute. Darauf erstmal ein Heben, ne, einen Kaffee. Dienstag weiter Kartoffeln setzen, okay. Morgen im Wald. Ja, meine ich doch. Ach, eins von beiden war das. Gut. Also, unser Sprit. Der war ja voll auf 100, ne? Genau. Und möglichst dicht am Wasserfall. Ich meine, wir sind, glaube ich, relativ dicht sogar am Wasserfall, ne? Oder meinst du noch dichter als hier? Nee, Mensch. Also, ups. Ist das schon die haben wir den auf Maximallänge? Was wir auf jeden Fall nicht haben, ist der andere ist nicht lang auf, Länge. Ne? Wir haben ja noch dieses andere Pumpteil. Der Schlauch ist lange nicht nah dabei. Und der ist auch nur 9 Meter ausgerollt. Können wir noch mal. Können wir den Fluss entlang laufen? Mal gucken, ob wir den nicht auch bis zum Wasserfall legen können. Vorne sieht es auch ein bisschen tiefer aus. Hier muss auch immer noch Wasser sein. Ne? Finde ich aber cool, dass sie das eingebaut haben, dass es tatsächlich dann auch scheinbar Höhenunterschiede gibt. Gab es damals, als ich das mal gespielt habe, in dem Game ja noch nicht. Also, aber ihr wisst ja auch, dass es. Unser guter Schlitten hat schon auf uns gewartet hier. Tankanhänger haben wir da unten stehen lassen, ne? Genau. Dann müssen wir jetzt aber einmal die Runde machen. War doch. Hä? Mal wieder irgendwie so ein Thema Allrad oder so? Oder irgendwas kaputt? Ich weiß es nicht. Differentialsperre. ...97 Leute sind am Start, 59 haben geliked, danke euch. So, macht gerne nochmal ein Like mehr. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, weil ihr noch nicht geliked habt. Alle anderen natürlich, fühlt euch nicht genervt. Ankoppeln. Und jetzt könnt ihr Wetten abschließen. Reißt fett wieder den Tank. Tankhahn hier, stutzt den Zapfhahn ab oder bleibt da diesmal dran. 50-50 Ding, ne? Oder fällt er hier runter gleich? Dann bremse rein. Licht machen wir mal kurz aus. Oder auch. Schnellen Tank. Schnelle Tank ist hier. Okay. Hier. Und ab zum Bagger. Bleibt jetzt aber auch hier, bis er voll ist, ganz einfach, ne? Dann können wir da nicht vermasseln. Können wir uns nochmal unseren Krater angucken, den wir bisher gebaggert haben. Sind schon ein paar Meter, ist schon nicht schlecht. Genau.
Da ist noch alles heil. Ist aber auch nur ein Teil, was man scheinbar austauschen kann, oder? Das ist der Kraftstofffilter, okay. Kommt zu. Das dauert ein bisschen. Da haben wir ein bisschen Zeit, ne? Boogie Boo, moin moin auf Twitch. Danke fürs Reinschalten. Und auch danke an die neuen Aktiven auf YouTube. Das dauert ein bisschen. NF 111741 Morten, schöne Grüße aus Geldhegen und spiele es auch seit vorgestern zu. Ich meine, gibt es. Nee, Morten, leider nicht. Grüße nach Geldhegen zurück. Oma um die Ecke. So. Geldinger Birk. Schöner Spaziergangsort. Da kann man auch mal schön Spaziergang machen. Es gibt so Tierwege hier bei uns in der Gegend. Kann man ganz gut mal. Da kann man ganz gut Spaziergänge machen. Mal gucken, ja, Tastatur, weil ich das so selten nutze hier. So, was haben wir denn noch? Ich lerne, ne? 22%, aber deswegen würde ich jetzt noch nicht unbedingt in die City fahren. Machen noch drüben. Ups, schon wieder unsere Claim-Begrenzung hier umgehauen. Lass mal hier nochmal schnell voll machen. Kann ja nicht schnell dauern, genau. Das kann nicht lange dauern. Gucken, ob wir so weit zapfen können. Ja, Licht angelassen, ich weiß. Also wir sind ja nicht. Wird nur eine Sekunde dauern hier. Komm. Die Möglichkeit finde, aufzufüllen. Ne, so lang ist das. Das war klar. Ich wollte auch nicht ganz so weit fahren. Ist ein bisschen weit gerollt eben. Multiplayer für das Game wäre es tatsächlich, aber soll wohl im Laufe des Jahres oder spätestens nächstes Jahr oder so irgendwie einen neuen Gold, also nicht Goldrush, aber einen Goldgräber-Simulator geben, der Multiplayer und so vereint und ein ähnliches Gameplay wahrscheinlich bietet. Da sind wir natürlich drauf gespannt. Dass der Motor auch laufen, denn ist nicht so schlimm wegen der Batterie, ne? Das ist ja nix. Wir brauchen ja praktisch nix. Die sind richtig cool. Eigentlich kann man mehr davon organisieren. Wenn wir jetzt in die Stadt fahren zum Tanken, ist irgendwie aber auch lohnt nicht. Rutscht doch nicht so. Den Kanister, den haben wir schon mal voll gemacht irgendwann. Also eigentlich können wir den hier stehen lassen, ne, den Anhänger. Oder wir halten, ja, ne, wir lassen den verwirrt, machen wir es jetzt oder nicht. Nein, ich nehme jetzt mal ab, lassen wir stehen. Ich glaube, mit dem Sprit ist es ganz gut. Und wer weiß, ob wir nicht mal uns irgendwann einen eigenen Kraftstoff, hier so einen großen Kraftstofftank holen. 2041, wir gönnen uns Schlaf, nicht wie Parker Schnabel, wir arbeiten hier nicht 24-7, wir schlafen zwischendurch mal ein bisschen. Bin gespannt auf den Sommer, an der Fluss trocken, achso, genau, schlafen. Gute Nacht, den Leuten. Verdammt. So, 10 Tage bis Herbst steht da jetzt, genau, 6 Uhr morgens, verarbeitete Schürfgrube, 520 Kubik. Wie gesagt, Parker Schnabel pro Stunde. G-Miete 3000, geschürftes Gold nix, das heißt auch, wir haben da keine Pacht zu bezahlen, keinen Anteil abzugeben. Hier fließt das Wasser noch. Kriege ich eine Info, wenn das nicht mehr fließt? Außer, dass nicht irgendwie die Maschinen kaputt gehen oder so? Man weiß es nicht. Mal Knabbers essen. Dann gönn dir. Gönn dir 2 Knabbers. Wir gönnen uns jetzt mal weiter baggern, oder was sagt ihr, liebe Leute?
Ich habe mich jetzt tatsächlich leider auch nicht mehr dran gedacht und keine Zeit gehabt, hier nochmal schlau zu machen, wie der Twitch-Chat auch den YouTube-Chat sozusagen im Stream sehen kann. Ich weiß, teilweise sind es die gleichen Leute, die sehen beide Chats sowieso, aber für einige eben nicht, ne? Für die wäre es natürlich schon ganz praktisch, wenn das alles hier im, also im kleinen Fenster über mir durchläuft oder so, damit jeder dann auch sich mit YouTube unterhalten kann sozusagen. So, läuft alles wieder. Wir können weiter gutes Schürfmaterial in die Anlage wuchten. Das ist der Plan. So. Tief runter. Und dann geht's los. Bestes Material. Wir haben noch kein Nugget heute gefunden, ne? Das ist echt fies. Wo sind unsere Nuggets? Nuggets. Unser ist richtig so. Unsere Nuggets. Ich brauche Nuggets. Nur von dem Waschen werden wir nachher nicht. Ja gut, werden wir reich. Nur die Frage hier. Gutes Geld verdienen wir schon. 50% gerade wieder voll. Hier nochmal diesen kleinen Vorsprung da wegnehmen. Das ist ein Eimer, jetzt steht auch. Aber den können wir glaube ich im Ganzen transportieren, ne? Die Kiste. Wie sollte man hier Baggerfahrer-Skills kriegen? Ein bisschen schneller ist. Mit der Bagger. Tuning für den Bagger, das wär's. Dann müssen wir das hier noch, ne? Unser kleines Plateau ist hier zurecht baggern. Was schätzt ihr, was verdienen wir heute? Über 100.000? Ich glaube schon. Machen wir wieder einen weiten Weg, weil 80% drin sind. Info kommt, wenn Quelle versiegt. Okay. Danke für die Hütte. Wahnsinn. Der Rick hat wohl auch Goldwasch. Muss ja, ne? Zumindest ist sie. Ansonsten hätte sie schon sehr viel gesehen und ist Expertin. Goldwasch-Expertin. Guten Abend, Buddy Black. Moin, moin. Hier wird wieder, wie gesagt, geschürft. Viel. Viel geschürft. Das war heute nach Möglichkeit der beste Cleanout werden, den wir bisher haben. Und dafür tun wir natürlich jetzt auch gerade was. Es wird auf jeden Fall nicht der größte Nuggets-Fund scheinbar, den wir hier hatten. Wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde sind wir hier im Baggern circa. Ja, würde ich fast sagen. Eine halbe Stunde kommt hin. Und wir haben es aber noch nicht geschafft, ein einziges Nugget zu finden. Das ist ein gutes Nugget, Morten. Ich meine, unser einziges Nugget steht oben drin mit 346 Gramm. Das war, glaube ich, eins beim letzten Mal. Aber auch beim letzten Mal nur ein Nugget gefunden. Dann schafft man also nach dem Motto, ein Nugget pro Stunde. Mehr kann man nicht mehr erwarten. Wenig, ne? Das ist wenig. Du frisst das 7 Meter Stahlseil mit Haken im Sonderangebot. 25% Rabatt. Rabatte. Rabattschlacht hier. Moin, Manox. Das Video wird auch im Goldwaschen. Habt die große Anlage und pumpt dort den Schürfkopf durch. Und Friederike war doch, glaube ich, sogar die, die auch am besten, ne, jedes Krümelchen vom Claim wegräumt. Die letzte Ecke leer ist so ungefähr, ne? Das ist so ein Ding.
Mike1993M, moin. Moin auf Twitch. Mortem auf Twitch. Ging eigentlich, hatte ziemlich oft Nuggets. Weiß nicht, ob es Zufall ist oder öfters bekommt oder noch. Ich glaube, am Anfang kriegt man, also gefühlt war das jetzt bei mir und ich glaube, es hat auch schon mal jemand im Chat geschrieben, am Anfang kriegt man wirklich mehr Nuggets und dann wird es einfach weniger. Wahrscheinlich einfach am Anfang, um ein bisschen oder den Spielspaß ein bisschen hochzuhalten, damit man sich nicht hier zu Tode, also gerade am Anfang, wo man mit der Schaufel, mit dem Spaten dann diese Erde ausgräbt, da war ja ein Nugget nach dem nächsten. Auch hier die ersten Bagger-Geschichten, da waren auch viele Nuggets. Nuggets. Und jetzt finden wir gar keine mehr. Kann man nicht vorstellen, dass es am Boden liegt. Ich glaube eher, das ist so ein Spielzufallsprinzip. Das guckt, wie viele Ingame-Stunden ist er schon da drin an dem Spielstand, also gibt es weniger Nuggets. Aber ich kann mich täuschen. Kann es eben auch sein, dass es wirklich diesen Goldader-Anteil, dass es damit einen gewissen Anteil auf sich hat, von wegen ganz, ganz hoher Goldader-Anteil, hohe Chance auf Nuggets. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Finden wir ja vielleicht noch raus. Weil wir nochmal wieder so einen Run haben, dass wir einen Nuggets nach dem nächsten bekommen. 512 Gramm, Leute. So muss das sein. Yes. Jetzt machen wir erstmal Freudensprünge. Die Anlage rüber. Sagen, yes, ein 512 Gramm Nugget, genau in dem Moment, wo wir davon reden, wird ja noch eine Zeit. Yes. Das kommt auf die Parzelle an. Die letzten, die am meisten Gold beinhaltet, hat man gefühlt alle 5 Minuten Nugget gegeben. Okay, 98%, das passt schon. So, oh, nicht hier die Eimer umwerfen. Next one, please. Liegt da auch die ganze Zeit hier schon so blöd rum. Den jetzt hier mal wegnehmen eigentlich. Denn ich wollte die ganze Kiste tragen, ja genau. Das ist doch schon mal schön, ne? Das ist echt Geld. Wie viel Unzen haben wir noch den Umrechnungskollegen? Sind Unzen, Jens Brand. Ja, geiles. Also, ne, das schafft echt was. Da haben wir aber auch jetzt, wie gesagt, fast eine Stunde für gebraucht, mal wieder einzufinden. Aber in der Größe ist, glaube ich, das Größte, was ich bisher gefunden habe. Ein halbes Kilo Nugget. Stellt euch den Klumpen mal vor, in Wirklichkeit. Nicht an, ne? Ist auch wieder so ein typisches Ding. Die leeren aus der Kiste, die vollen in die Kiste. Hat mich an die Kiste noch nicht so richtig gewöhnt, ehrlich gesagt. Früher, also ne, als ich das schon mal gespielt habe, in Single Let's Play, fast 100 Folgen. Ja, 100%. Dann machen wir erstmal an. Springen natürlich schnell wieder in Bagger rein. Sorry, ich kann nicht. Die Anlage ist noch aus. Nee, das soll nicht so. Danke. Kann passieren, nicht so schlimm. Lass einfach mal in die Tasten hauen. Danke fürs Reinschalten, aber trotzdem. Ja, Andreas, danke. Das ist ein typisches Ding, ne? Eingeschaltet, das ist. Passiert mir ständig. Ich will schnell wieder zurück in den Bagger, neues Material organisieren und dann passiert sowas. Bisschen zu viel. Machen wir weite Wege. Machen wir mal hier diese Ecke weg, ne? Temperatur 18,7 Grad. Bewölkt. Moin Ramon, Ramon Neon auf Twitch. Und der hat Moin auf YouTube. Hat ja
Danke, mir geht's gut. Hoffe dir auch. Schönen Ostern von Daniel RPD auf Twitch. YouTube. Vielen Dank. Danke. Gleichfalls natürlich nochmal. Ihr wisst ja, ich habe ja schon einen frohes und gewünscht. Natürlich auch mit Foto. Den Community Python hat Shelly gestern Abend erstellt, wo wir dann große Eier färben waren bei uns in der Küche. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf das ganze Feedback, was ihr da gegeben habt, die ganzen Likes auch bei dem Community-Beitrag. Sozusagen, ich glaube auch das erste Foto, wo man wahrscheinlich unsere Küche im Hintergrund sieht. Ein bisschen. Glaube ich zumindest, ne? Ich weiß es nicht. Guten Abend. Moin Moin. Was da? Rippengeger? Schön schwer aus. Wenn man pro Unze ca. 1000 bekommt, ist das schon ein schöner Tageslohn. Ja, ne? Weil wir verdienen hier eh ganz gutes Geld, das muss man ja sagen. Pro Tag 10 Tage haben wir. Das haben wir hier schon ein Gold rausgeholt für die 10 Tage. Also Schaufel gehen, glaube ich, ganz schön groß vorbei. Wir haben jetzt hier aber auch ein bisschen wieder, ne? Und wir können mal hier was rausholen, haben wir dann ein bisschen mehr Zeit. Auf der anderen Seite was zu holen. Vielen Dank, so, ein bisschen auffälliger. Moin Moin. Ja, viel weiter. Ups, viel weiter sollten wir auch nicht. Dann kamen wir den Bagger wieder hier. Und wir müssen da ja noch drehen und wir müssen ja noch irgendwie rauskommen. Ne? So ist es ja natürlich schwierig. Dann buddeln wir uns selber ein. Also wir nehmen jetzt hier höchstens noch in der Tiefe weg und hier hinten noch ein bisschen. In der Tiefe. Und nicht mehr von unserem kleinen Podest. Da müssen wir erstmal umsetzen. Jetzt gleich mal in die andere Richtung. Komm ich so nicht ran, ne? Komm ich echt nicht ran. Ein bisschen rauszoomen, ich war gar nicht so weit rausgezoomt. Also hier können wir in die Richtung, können wir ruhig noch weitergehen. Wenn wir noch rankommen. Da ist ja auch gutes Gold, das wissen wir ja schon. 60% ist da einmal. Jetzt auch die Frage, wie tief gehen wir hier tatsächlich noch runter? Wie weit kommen wir hier runter? Riecht mir so ein bisschen, oder? Sah das gerade nur so aus? So Niesel wäre es dann eher. Der Regen sieht anders aus hier. Ups. Einfach mal gut baggern. So sah das gerade aus. Aber funktioniert gut. 30,2 Unzen bei 858 Gramm. Das ist doch gut. In der Ecke wollte ich noch was wegnehmen. Den Rest müssen wir halt tiefer kommen. Ne? Da müssen wir irgendwie, ich weiß auch nicht, ob wir hier vorne echt alles wegkramen wollen. Im Bratlader kann ich ja nicht ordentlich dieses Teil füllen, oder? Ich schon mal durch eine zweite Waschanlage zu kaufen, die daneben zu stellen und dann mit dem Radlader das Ganze zu füllen. Ich glaube, ich müsste das passen von der Radladerschaufel, dass man das in beide reinschaufelt. Aber ich glaube, das ist mit dem Radlader auch ziemlich mühselig und geht gar nicht mal unbedingt schneller als unsere Baggergeschichte hier, oder? Ups. Eine Zwischenebene machst. Ja, das stimmt. Aber das ist schwierig, eine Zwischenebene für mich machen. Eigentlich nicht, glaube ich. Alles, aber man kann sie auch nicht gleichzeitig baggern und hier die Schaufel sozusagen, um sich damit fortzubewegen. Dieses teilweise bei Gold Rush machen, also bei der Serie. Also da wirklich nur von einer Seite auf die andere Seite hüpfen. Ungefähr über den Graben rüber. Hilfe der Schaufel. Ja, okay. Ich glaube, da
wie Hydraulikschlauch wurde zerstört. Verliere ich hier Hydrauliköl oder was? Okay, ich kann fast nicht mehr senken. Krass, dann müssen wir erstmal zum Shoppen einen Hydraulikschlauch kaufen, oder? Anlagen stopp! Stopp! Falsche Seite schon. Ist aber nicht so schlimm. Na, ist natürlich klar, immer wenn irgendwas kaputt geht, ist irgendwie schlimm. Aber wir müssen nicht. Aber es bietet sich dann natürlich eher an, dass wir in der Stadt mal neuen Sprit kaufen. Treppe reinbackern. Ich glaube eher, dass man von hier aus anfährt, oder? Stehe auf F66 mit einem komplett leeren LKW und bin am Sonnenblumen. Hi. Ja, das. Oder rein. Nun heißt es in die Stadt fahren, Schlauch kaufen und austauschen. Ja, ein bisschen handwerken müssen wir halt auch mal hier. Macht auch nichts. Weiß nicht warum, das ist einfach Verschleiß wahrscheinlich. Muss ich abschrauben, oder? Mit der hier. Soll ich den verkaufen? Abschrauben. Uns noch zwei Enden abschrauben. So, ich muss natürlich wieder in Hand nehmen, oder? Hier reinschmeißen? Oder reinschmeißen. Muss los. Wasserturm, wo man Wasser bekommen könnte, kurz vor der Tankstelle. Kann ich mal gucken. Erstmal brauchen wir einen neuen Hydraulikschlauch. Oder hätte ich den alten lieber mitnehmen sollen als Muster? Ja, also normalerweise würde ich den jetzt mitnehmen als Muster, weil wahrscheinlich ein Muster berüchte. Aber da es nicht so viele Varianten, glaube ich, gibt hier, werden wir schon den richtigen finden. Alter, viel zu hoch. Was ist denn das? Auf ihn. Mitnehmen wegen der Länge des Schlauches. Ja, naja, als Muster, ne? Das wäre schon praktisch gut. Viel zu viel Unterschied hier. Umweltsünde. Die Verkaufsstelle werfen bringt noch ein bisschen Geld. Ach, wahrscheinlich ein Euro, ne? Wer den Euro nicht wert ist, keine Ahnung. Wenn ich jetzt den Cent nicht wert oder den Taler nicht wert. Cent? Ne, den Pfennig ich nicht wert, ist das jemals nicht wert. So, egal. Ich musste, glaube ich, ein bisschen schieben. Nicht, dass wir die Anhängerkupplung kaputt machen. Jetzt blenden sie aber zwischendurch mal auf. Also jetzt wird es funktionieren. Und gedockt. Und los geht's. Bisschen Loch, blöd abgegeben, das Ganze. So. Am Stützrad kann ich runterkurbeln. Achso, danke, Fraggle. Fraggle, what? Ankurbeln ist am Hang immer etwas blöd. So, mal wieder eine schöne Tour in die City. Habt ihr noch. Wir wollen ja eigentlich noch ein bisschen baggern, ne? Ansonsten wollte ich jetzt fragen, habt ihr noch geschickte Verstecke für Briefe, die wir finden können? Um noch ein bisschen, was weiß ich, Bonus zu kriegen.
Ja, Magnetit hätten wir gut mitnehmen können. Aber jetzt ist es zu spät. Viel zu spät. Loading. Lass mal wirklich einen Händler einen Schlauch kaufen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube. Watch World of Tank. So, danke. Ja, nicht so schlimm. So ist es ja in Ordnung. Ich habe selber gefragt. Also Fraggle. World of Tanks. Spiel ich nicht. Kenne ich? Ne, wo kenne ich ja. Habe ich noch nie gespielt, sonst. Stimmt, ich hätte ihn irgendwo, oder? Nicht alles. Direkt ab. Ketten. Rommelkette. Duplex-Pumpe. Direkt leuchtet für Arbeitslampe. Leuchte für Arbeitslampe. Eine Arbeitslampe. Noch verstärkte. Hydraulikschlauch, das muss er sein. Ja. Kauft ihr die Seile im Angebot? Die, ja, das ist nicht. Kann man so leicht mitnehmen, wenn wir später brauchen. Das ist. Okay, wo sind sie denn? Ich glaube, die sind irgendwo in den Regalen im Shop hier, oder? Und wo? Irgendwo die System angeboten sind, das waren die 7 Meter Dinger, oder? 7 Meter, da steht 26%. 5 Meter Stahlseile mit Haken. 4 Stück oder was? Ich glaube, die meisten brauchten immer 4 Befestigungen, ne? Rüttler und andere große Geräte sind das. Kann ich irgendwo sehen, ob noch mehr Sachen aktuell Sell-Off sind, also noch günstiger sind. Ungewollt und unbezahlt. Das stimmt. Also könnt ihr gerne nochmal helfen, liebe Leute. Habt ihr noch Vorschläge für Briefe? Am besten du kaufst gleich 2 Schläuche. Falls du wieder mal hast du einen. Oh Gott, muss. Na gut, Friederike. Hör auf dich. Das nimmt ja auch keinen Platz auf unserer Ladefläche. Ein King of Retail Stream, nee, habe ich nicht geplant. Das bleibt wohl wahrscheinlich sagt niemand nie, sagt niemals nie, aber das ist weiterhin geplant als Werkzeugkiste. Als Let's Play Projekt. Stellen. Lausa, moin. Und Jens sagt, es ist immer nur eins. Okay. Große Kiste. Große Transport. Wer fährt denn echt mit so einem Anhänger? Macht das wahrscheinlich irgendwann später Sinn, wenn wir Kleinkram für die Waschanlage und so brauchen, ne? Erstmal übrigens einparken, so ein bisschen chillig. Obwohl, nee, ist gar nicht chilliger. Da wir ja hinten was dran haben. Der Schlauch sieht ein bisschen anders aus. Wie das sagen wir da neu ist. Also ich hatte auch überlegt, weil King of Retail kommt bei vielen ja ganz gut an. Also freut mich. Ich bin natürlich selber gespannt, was es da noch so gibt. Tatsächlich hat auch einer der größte Minecraft-YouTuber, würde ich sagen, aktuell Paluten, heute ein Video zu dem Spiel rausgebracht. Supermarkt-Simulator oder ich weiß gar nicht genau, wie er es genannt hat. Hab's auch noch gar nicht komplett gesehen. Aber er ist dann natürlich in die Lebensmittelbranche eingestiegen, weil er sagte damals, glaube ich, der Gucci-Simulator. Also hat das Spiel auch recht lange gespielt. Aber es macht noch Spaß, ehrlich gesagt. Mal gucken, aber was da noch so kommt. So, ne, wie gesagt, das Ostertag jetzt nochmal nächste Woche soll eigentlich soweit sein, dass man den eigenen Konzern dann gründet und die ersten eigenen Laden aufnimmt. Okay. So, auf geht's.
Dann fahren wir zur Tanke und gucken da vorne in dieser Wasserturm, ne? Da kann man so Wasser holen. Oder muss man das bezahlen? Öl noch mitnehmen? Gibt es Öl? Hier scheint ein Wasserturm zu sein. Ja, stimmt. 10.000 von einer Million. Muss ich da selber was reinpumpen? Von irgendwo her? Oder kann ich da was abholen? Da sind ja nur 10.000 drin. Das ist ja nicht viel. Das sind aber so krass viele Anschlüsse. Habt ihr da Infos? Twitch-Kollegen oder YouTube-Kollegen, wie sieht's aus? Habt ihr da Infos? Motor aus beim Tanken. Safety first. So, unser Fass muss mal wieder voll. Das ging ja immer übertrieben schnell, ne? Wir wissen, wie schnell, wie lange es beim Bagger braucht. Und hier hauen wir einfach nur rein und zack, Ausgang tanken, fertig. Tank, voll. Oder läuft die Zeit weiter nebenher? Ups. Aber den können wir auch abreißen, das ist ja der Kosten. Wo müssen wir den auch abreißen? Kostet 1500, wenn du den füllst. Verstehe ich nicht. Dicke blaue Wasser. Sowas nicht auf jeden Claim. Was, der Wassertank, ja genau. Muss man für, was war das, 150.000 oder so reparieren, ne? Aber wir haben ja dieses kleine Fass, was auch echt nicht schlecht ist, glaube ich. Also mich würde tatsächlich nochmal interessieren, ob ihr Infos habt. Ich will natürlich jetzt nicht 1000 Kilometer über die Karte fahren. Aber wenn ihr sagt, da links in der City oder Verdammer runter, hast gleich einen Brief. Dann können wir da nochmal ein bisschen gucken. Was ist denn jetzt technisch? Hier ist jetzt nicht viel ausgeschildert. Hier unten geht es irgendwie zu Miguel Bay Bay. Da soll irgendwas sein, oder? Das findest du auf Steam, ist Gold Rush The Game. Ist schon ein bisschen älter. Du kannst den mobilen Wassertank wie an der Tankstelle füllen. Kostet aber ein paar Dollar. Achso. Voll gerade nur. Wo oben auf dem Berg? Das sind Kühe. Chill mal hier die Gegend. Rechts in Hügel hoch ist so ein bisschen jetzt das andere rechts wahrscheinlich, ne? Oder? Aber ich glaube. Nee. Fuß ist glaube ich zu lang, ne? Habe ich auch den Motor angelassen. Fahren wir 50 Meter vorwärts, dann rechts. Okay, ich wollte mir die Kühe nochmal angucken. Den Kühen? Bin ich die guten LS-Kühe hier? Fuck. Habe ich nicht bestätigt oder wie? Na gut, verstehe. Ist aber nicht so schlimm. So, dann rechts hier den Hügel, dann fahren wir mal hier hoch. Hoffen auf eine Info, wenn hier angezeigt wird, Achtung, Brief in der Nähe. Vor allem gibt es eine Verbesserung, Prozente, was auch immer. Schön, dass es hier für uns gibt. Ich bin, glaube ich, auch noch nicht längs gefahren. Ich hoffe, ich schaffe das mit einem vollen Anhänger. Er schafft es nicht. Da hoch kann ich auch hochlaufen, ne? Oder ist das nur weit? Ich hab Handbremse reingemacht. Tschüss. Thermaldifferenzial, wie denn? Doch wieder Kuh. Oh, Handbremse raus.
Achso, ich glaube, das sollte man auf der Straße. Ne, kann man trotzdem nicht hier hoch, oder? Doch, doch, doch. Das ist gut. Danke, Jens Brand. Ein Rad. Geht doch. Aber er kämpft trotzdem, ne? Der Tank. Ist auch cool, mit so einem Dieselfass hier hoch zu eiern. Oh, es geht aber hier noch recht weiter jetzt, oder was? Lass das Fass jetzt hier stehen, oder? Und dann, oh nee, dann rollt mir das bestimmt weg. Jetzt, wo fahren wir denn hier hin? Oh, du. Noch höher. Mach mal lieber Licht an. Oh, ist hier oben denn? Da liegt was. Da sind ein Teil der Geschichte gefunden. Bei uns im Notizbuch. Hier oben komme ich aber, glaube ich, nicht in dieses komische. Weil er sagt direkt, dass hier noch eine Geschichte liegt. Ja, warte, erstmal Licht ausmachen. Licht da drauf oder wie? Bringt zwar eine, sehe ich sie denn nicht. Da hinten, ne? Im Zaun, okay, danke. Notizbuch nach, um mehr zu lesen. Mehr zu lesen? Geschichten. Fabrik, Magnetitbereich. Ben, pass auf, wa? Ein endloser Strom aus Magnetit fiel durch die Decke. Das Schiff schaltet die Maschine an. Jetzt, da ist zu viel Material. Wie liest sich das denn alles durch? Ich nicht. Auf dem Rückwärts links halten, da ist dann eine dritte. Okay. Vielen Dank für die Tipps. Super cool. Haben wir wieder ein paar neue Geschichten gesammelt. Jetzt müssen wir aber zurück zum Claim dann. Ne? Also wir noch mal gucken, auf der linken Seite soll noch was sein. Links halten. Den Zaun irgendwo. Licht an. Hier schönes. Ich glaube schon zu weit. Na ja, komm. Ist ja hier direkt gewesen. War schon. Weit gefahren und rückwärts hier, ne? Schön rückwärts fahren. Immer rückwärts fahren, vor allen Dingen hier in Gold Rush, noch cooler als in LS. Aber so. Hier drei, wenn hier drei hier direkt hier oben. Ah, ich sehe sie. Ich sehe sie, Leute. Vielen Dank. Neue Geschichte gefunden. So, jetzt wollen wir zurück zum Claim. Wir wollen baggern. Los, wird am Start. Gebaggert. Bagger aber trotzdem für die Hilfe mal wieder. Einfahrt zu uns. Ah ja, ich glaube, die haben wir schon, oder? Ja, dafür, glaube ich, habe ich ein paar. Was jetzt alle sind, aber ich habe da einen ganzen Schwung gefunden.
Ich finde, wir sollen mal lieber noch ein bisschen baggern, bis es wieder dunkel wird. Wir wollen ja auf jeden Fall noch einen dicken Cleanout heute erleben. Oh, abschüssig. Da können wir noch Wasser herholen. Ein Anhängerrad wurde zerstört. Wo soll ich den? Oh nee. Flooding Area. Next. Stop. Ein Reifen ist kaputt. Von unserem Anhänger. Ach, das war's. 6 habe ich da, glaube ich, nicht. Vielleicht 3 oder so. Ja, toll. Schmeißen wir so noch ein Ersatzrad drauf, oder was? Das war nicht, das Ziel eigentlich, ne? Da sind wir wieder beim Händler. Zum Glück sind wir noch nicht so weit gekommen. War ein bisschen blöd, den Trailer damit hinzunehmen wohl. Licht aus, Motor aus, Handbremse rein. Können wir den abschrauben? Nicht mit dem? Was? Die aktuelle Haltbarkeit vom Anhänger ist 2%. So. Kann ich scannen und gucken, wie gut das alles ist. Ich hätte jetzt eigentlich den erwartet. Mal 4 Schrauben abschrauben. Das reparieren wir vor Ort. Wo ist dann auch Ramonos? Den kann ich nicht nehmen. Wollen wir mehr Schrauben, ne? Schrauben Sie bitte alle Schrauben ab. Ein Stück. Jetzt aber abnehmen, oder? Jetzt kann ich den Reifen nehmen. Nutze den Wagenheber. Jens schreibt es gerade in dem Moment. Mordneffel auch. Danke euch. Den Wagenheber, sagt Friederike auch. Ohne Wagenheber geht nix. Also muss ich den passenden Reifen finden und ich muss einen Wagenheber finden. Hinten im Raum, ne? Hier mal in die Spare Parts. Da sind Reifen. Anhängerrad. Für die gleichen. Verstärktes Anhänger. Oh, was? Das kostet 5000. Dann kann ich hier etliche kaufen. 2 Räder. So, und ein Wagenheber. Das sieht nach Wagenheber aus. Da reicht aber einer, oder? Den starken Bauermod. Falsches Spiel. So. Zahlen. Oh, echt. Geld loswerden hier im Shop für Kleinkram. So, Anhänger ein für Reserve. Für unser Zelt. Oder ich weiß nicht, wo wir es hinpacken. Ja, muss Rad. Wollte Gold schürfen, nicht den Wagen reparieren. Nix. Weil wir können auch alles. Nee, ich. Da müssen wir ihn ansetzen. Achso, den machst du dann auch dumm. Oh, der rutscht doch runter. Wo kann ich hier Zeugs verkaufen? Hier reinschmeißen? Oder hat er eine extra Position, wo ich Zeugs reinwerfen möchte, was ich hier zurückgeben möchte? Vielleicht kriege ich auch noch einen Euro dafür. Bin ich.
Gibt's das nur bei mir auf dem Claim? Nur im eigenen Claim-Container. Danke. Verwechsel ich dann nachher 100 pro die Reifen aus. Das ist der heile Reifen, das ist der kaputte Reifen. Neuer Reifen ran. Rauber. Können wir doch irgendwie ducken, oder? Genau, hier. Besser. Einmal festschrauben, bitte. Am Hof nur. Das ist schon wieder bei LS. Ich hätte noch höher bocken können. Mal runter. Geht mal wieder. So. Schmeiß auf den Pickup. Achso, kann man wieder aufstehen vielleicht. So, das war ja ein Spektakel, ne? Mann, Mann, Mann. Dann ab zum Claim. Den ganzen Tag hier in der City verbringen. Alles nur wegen einem Hydraulikschlauch. In Linksgewinde? Falsch gedreht. Vielleicht haut das bestimmt der nächste Reifen ab. Sind auch vier Räder dran. Und die verstärken, aber für 5000 war ich jetzt so geizig. Das ist mehr als eine Baggermiete pro Tag. Reifen. Aber sehr gut drauf geachtet. Wie rum das dreht. Nachziehen, nicht vergessen, stimmt. Gleich am Claim einmal. So, ein paar wenig, noch ein paar wenig. Noch ein paar zu wenig Kilometer. Nur schade, dass wir das Magnetit nicht mitgenommen haben. Dachte ich, dass wir ein bisschen mehr schaffen heute. Gut, Verschleiß ist immer dann. Wahrscheinlich geht auch gleich das nächste Teil kaputt. Gefahr, vielleicht der Pickup, ne? Also erstmal schmeißen wir jetzt hier in den Container schnell das Rad rein, was hinten liegt. Weil aber hier wollte ich eigentlich das Zeugs reinschmeißen, was wir jetzt nicht brauchen. Auch die Lichter, Batterie, immer zum Glück gibt es die Warnung. Vielen Dank. So, ein Hydraulikschlauch. Egal. Sieht aber komisch hier im Regal, ne? Was legen wir hier auf den Tisch? Da ist noch ein Eimer. Eimer kannst du ja nie genug haben. Die Stahlseile. Noch irgendwas, das ist alles ein Deko-Equipment. Wagenheber. Das ist Ersatzreifen. Ersatzreifen. Der Ersatzreifen. Der Stahlseil, da switcht der Eimer weg. Habe ich eins vergessen? Hatte ich nicht viel gekauft? Habe ich jetzt nur drei gekauft? Ich habe wahrscheinlich eins liegen lassen, oder? Also nicht. Also, die Räder leiden mit der Fahrweise definitiv. Die kann man ja auch erstmal mehr reinschmeißen. Irgendwann verkauft man das. Ich verkaufe das jetzt. 88 kriegen wir immer noch für das kaputte Rad. Gut. Boah, Schraubpreis hier. Ja, warte mal, da liegt eins. Nehmen wir das, was hier vorne liegt. Boah, die Stahlseile. Ich kann die Kisten nicht wegnehmen. Die liegen auch so im Weg hier. Ich weiß gar nicht, was das soll.
Motorhaube, ja. Danke, danke, danke. Sehr aufmerksam. Und los geht's. Ab zum Bagger mit unserem Schlauch. Was kaputt gegangen oder muss der Schlauch von der Pumpe nicht ausgemacht? Sieht nur so aus, glaube ich, oder? Das Teil nicht angezeigt wird auf Entfernung, das ist eine ganz komische kurze Sichtweite. Naja, egal. So, unser neuer Schlauch, der hoffentlich der richtige ist, für unseren Bagger. Nicht der richtige, oder? Der Schrauber. Spielst du Fat Action auch Multi beim Streamen oder nur Solo? Multi? LS ja, ne? LS spielen wir ja Multi. Der hinter dir verstaut. Oh, kann neue Halle auch schön was verstauen. Ich weiß gar nicht so richtig drauf geachtet, wofür die da ist. Gab's früher nicht die Halle. So, also ein bisschen was kriegen wir hier noch weg, denke ich, aber nicht mehr viel. Da müssen wir eh alles umsetzen. Ist die Überlegung jetzt umzusetzen. Schon. Wenn egal alles aus ist. Können wir nicht aufmachen. Ja, verstell ich. Danke. Reicht? Hier haben wir jetzt 5 Eimer voll mit Material. Plus die 3, glaube ich, die wir schon erzählt haben. Sind wir bei 8 Eimern. Reicht ja nicht für einen dicken Cleanout heute Abend. Da muss noch einiges möglich sein, liebe Leute. 130 Leute sind auf YouTube aktuell und 38 Leute, wenn ich es richtig sehe, sind auf Twitch. Vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Auf YouTube könnt ihr ja gerne nochmal ein Like da lassen. Und wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr auf Twitch, glaube ich, ganz kostenlos, ganz einfach abonnieren, wenn es geht. Dafür, wie gesagt, vielen Dank für euren Support. 4 und 5. Aber die Ladefläche muss voll eigentlich. Das wird ein Federkinder. Das reicht noch nicht. Wir müssen weiter. Wir müssen weiterziehen. Ich weiß noch nicht genau die Waschanlage, ob wir die hier hinstellen. Dann können wir mit dem Bagger da hin, dann können wir das noch wegbaggern, weil wir wissen, da ist ja gutes Material noch zu holen. Ne? Den Restboden kommen wir später noch raus. Wir müssen aber viel umbauen. Also einmal. Kommen wir nachher wieder. Müssen wir den Strom erstmal abnehmen. Können wir mal hier hinstellen, wo wir eh mal hinlaufen. Alles einmal zur Seite räumen. Denn Wasserversorgung muss ab. Ich glaube, der Eimer muss auch erstmal weg, sonst meckert er wieder. Ist halt besser, denke ich. Licht, Motor an. Wenn wir jetzt, wenn nach dem Motto, wenn wir jetzt eh gerade eine große Schürfpause haben, dann lass uns das gleich richtig machen, indem wir die Anlage einmal umstellen. Dann wieder auch nicht weiter baggern. Dann muss ich es auch. Dann werden wir wieder. Weil sonst haben wir ihn, ne? Wir sehen ja schon, der ist kurz vorm Abstürzen. Wird die Waschanlage jetzt einfach darüber ziehen. Ganz knapp rüber.
Falsche Richtung logischerweise. Ich muss davor. Die Baggerschaufel ein Stück weit wegnehmen wollen. Ne? So gut, dass dieser Wasserverteilerkasten da unter uns ist. Switch. Ja, weg damit. Einmal kräftig. Ups. Brauchen wir gleich wieder im Duck-Modus. Morten, abonniert mit Twitch Prime. Vielen, vielen liebe Dank, Morten, für den Support. So, ne, jetzt. Okay, ich hätte mal das Flutlicht anmachen sollen. Die Anlage zu bedienen. Baggerarm ist ja recht weit, aber ich würde den Bagger jetzt dahin stellen, wo jetzt sozusagen die Anlage gerade steht. Die Anlage hier mal hinstellen, oder? Geht relativ gerade. Elite halten zusammen. Ich bin zugezogen. So. Und gleich ist es wieder weg, das Abo. Aber ist ja klar, ne? Bei einem friesischen Marsch. Wenn nicht ursprünglich einen Liter sein, das geht ja. Sieht aus, wenn die einmal leer, ne? Das wäre ein Trauerspiel, aber das sieht nur so aus. Der Pickup parken wir hier, damit wir die einmal nachher da raufschmeißen können. Motor aus, Licht aus. Neue Eimer. Denn Verkabelung. Können wir ja stehen lassen, ne? Das große Stück. Ja, Strom, ja. Ach, egal. Regen auch nicht. Mann, 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 was eine Arbeit hier. Deswegen, es wäre ein Multiplayer-Titel so geeignet, das Spiel. Schade, dass sie nicht am Anfang daran gedacht haben, die Programmierer, dass das als Multiplayer mit Sicherheit die Verkaufszahlen verdoppelt hätte. War es doch der Schlauch. Nehmen wir den so lange. Rangestöpselt. Gut, wir sind eigentlich wieder startklar. Ne? Der Bagger muss, den werden wir dann hier vorne hinsetzen. 16:31. Ja, wir haben jetzt das Flutlicht angemacht. Ich würde sagen, wir baggern ein bisschen weiter. Wir könnten das ein bisschen drehen. Ne? Welche Richtung war das noch? Left. Also left to the right. Left. Achso. Oh, das ist ja right. Gott, wir haben dich damit gerechnet, dass das hier auch nur ist, um so reinhaut mit der Verkaufszahl Feedback zu holen. Ja, stimmt. Oh, da? Ein Stück noch. Oh, schön. Schön beleuchtet. Das. Haben wir uns drin, dann müssen wir jetzt hinten fangen wir an. Wir arbeiten noch ein bisschen, oder? Bevor es dunkel ist? Ja. Bin moin, Speed. Moin Moin, noch neue Zuschauer, danke fürs Reinschalten. Lass gerne nochmal ein. Ja, tatsächlich, die haben wir laufen lassen. Gerne nochmal ein Like auf Twitch. Oder, ne, auf YouTube vor allen Dingen, meine ich. Oder hofft ihr wieder auf. Ja. Hofft ihr auch wieder wie Verlängerung mit der LS letztens? Und wenn ich gleich sage, um 10, alles, was über 100 Likes hinausgeht, nach dem Motto, wird in Minuten verlängert im Stream. So. Das ist eine Idee, ne? Aber bei Gold Rush ist ja nicht so ein Ausarten zu erwarten. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wegkomme, ohne dass wir abstürzen. Achso, erstmal Baggerschaufel hoch. Ups. Falsche Taste.
Wir sind auch falsch rum eigentlich, ne? Wir müssen so rum. Dann drehe ich doch mal gleich richtig rum, dann sehen wir auch, wie wir sollen. Also sonst Rumpel schon angemacht hat, ne? Das ist schon knapp hier. Aber klappt. Ich glaube, so kommen wir da ganz gut hin. Wir sind natürlich jetzt hier ziemlich wieder auf Abstand baggern. Dann hätten wir sie noch ein bisschen anders stellen müssen, die Anlage. Aber ich glaube, das klappt schon so, oder? Müssen es einfach versuchen. Also an ist sie noch nicht, das machen wir gleich. Ja, doch, das ist ganz gut. Oder hier, wir backern hier die Stufe rein, so ungefähr, dass wir einen tiefer fahren können. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Dann würde ich eher nachher mit dem Radlader vielleicht den Rest rausnehmen. Jo, müssen wir alles einmal anmachen. Der Generator muss jetzt noch an, die Waschanlage muss an. Und dann wird endlich wieder geschürft nach der langen Pause. Das ist krass, lange Pause gewesen. Gut. Parker Schnabel erwartet Gold. Viel Gold. Hoffen wir, dass das Equipment heile bleibt. Das ist ja auch in einer echten Serie so, ne? Da geht ja auch ständig irgendwas kaputt. Das ist echt so. Ah, okay, war noch ein bisschen zu früh. I'm sorry. Rover 86.07. Moin. Wenn man zu viel hat, dann kann man natürlich überlegen, dass man hier vorne schon was aufhäuft. Was man dann wegbuddelt, wenn man es mal braucht. Gute Idee? Ja oder nein, müsst ihr sagen. Eine ganz gute Entfernung. Wir haben hier wirklich einen riesengroßen Bereich, den wir abbaggern können jetzt von hier, ne? Da flog der Nugget weg. Das stimmt. Das war's. Das muss das Nugget gewesen sein. Eben. Das sind 900 Gramm mindestens. Kilo. Ja, man darf aber auch da nicht zu viel, glaube ich, weil dann ist die Anlage im Weg, ne? Ich glaube, dann verlieren wir tatsächlich Material, weil die Anlage das irgendwie wieder verschwinden lässt einfach. Man sagt, alle über 100 Like 3 Minuten länger pro Like, damit sich es lohnt, so ungefähr, ne? Mit maximal 11 Uhr. 96 Likes haben wir jetzt auf YouTube. Der andere. Der andere. Nee, ne? Das ist ja auch. Glaubt ja keiner jetzt. Aber es war wahrscheinlich klar, oder was? Einer ist kaputt, dann geht auch gleich der andere kaputt. Die Baggergeschwindigkeit. So schnell kann ich noch senken. Es ist nicht mit Absicht, dass es so langsam ist. Mal die Klappe zu. Das wegschaufeln. Zum Glück, jetzt habe ich gleich zwei gekauft. Ihr habt recht, mein gut Friederike. Wo war das, ne? Die. Glaube ich. Den Vorschlag gebracht hat. Muss man wieder denken, machen wir jetzt. Ah, der Schlauch liegt so weit weg. Mini Keule, vielen Dank auch fürs Abonnieren mit Twitch Prime. Vielen Dank für deinen Support. Mega cool. Das ist cool, ne? Wenn man Amazon Prime hat,
Und dass man das irgendwie auf Twitch jetzt so nutzen kann, das ist mega cool. Also, nimm weg. Ich hab doch abgedreht. Nimm weg das kaputte Teil. Und ich sammle da hinten mal. Vielleicht holen wir es mal irgendwann ab und verkaufen das alles. 101, 103, 103 Likes. Also machen wir jetzt bis 9 Minuten. Ah nee, machen wir 2 Minuten pro Like. Machen wir 2. Einigen uns in der Mitte. So, schnell, los geht's. Wir brauchen einen neuen Schlauch. Ich habe alles angelassen. Ich weiß. Also machen wir jetzt mit 3 Lamm, machen wir bis 6 Minuten nach 10. Mal gucken. Ein bisschen machen wir noch. Keine Sorge. Ups. Vielleicht werden wir laufen, weil ich auch laufen kann. Schnell, Zeit ist Gold und Gold ist Geld. Wir wollen auf jeden Fall, also safe, machen wir noch einen Cleanout. Wir können ja das als Bagger-Endpunkt nehmen. Baggerzeit-Endpunkt. Und dann machen wir den Cleanout. Das ist eine gute Idee. Also, ja. Wenn wir noch mehr Schläuche brauchen, das ist natürlich auch ungünstig. Ne? Verlieren wir Hammer viel Zeit. Aber einen Cleanout machen wir heute auf jeden Fall. Nagellack auch noch. Die Verschwendung hier gerade. Dieser Bagger. Sieben? Hey, die. Nein, sieben. Doch, ne? Ist auch die sieben. Polypol. Mich wundert, dass man macht bei mir was. Ist noch nie. Was? Ja, aber so schnell Bagger, ne? Wahrscheinlich. Bagger wird hier. Stark beansprucht. Rein da. Yes, funktioniert wieder. Scheint mal irgendwas anderes kaputt. Oder leer oder was auch immer. Aber muss natürlich auch sagen, wir haben auch schon ein bisschen was gebaggert, ne? Das Loch hier sehen wir ja vor uns. Es funktioniert wieder. Da muss man ein bisschen reinhauen. Ich 107 Likes auf einmal. Dann machen wir mindestens bis 14 nach Baggern. Das passt doch schon mal gut. Vielen Dank wieder für euren Support. Kommen wir die ganzen zweite Accounts zum Tragen. Also YouTube entscheidet natürlich auch mit den Twitch-Zuschauers. Aber alte Lady, ja. Pedro, moin. Grüß nochmal neue Leute. Seid gegrüßt. Danke fürs Reinschauen. Hier wird nach Gold geschürft. Hm. 95, das ist ganz gut. Ich mach mal jetzt mal den weitesten Weg. Wir können ja in der Auslieger bis hier geht das, ne? Haben wir schon mal, damit wir schon mal wissen. Hier können wir reinbaggern. Das ist die Reichweite, die wir dann Maximum haben. Die wollen wir auch ungefähr ausnutzen. Die Stufe hört sich auch interessant an, was ihr gesagt habt, ne? Dass man so eine Stufe reinbackert und dementsprechend dann ein bisschen tiefer fährt, um wirklich noch ans Grundgestein, also ne, auch das letzte vor dem Grundgestein ranzukommen. Hoffen wir mal jetzt auf keine ungewollten Unterbrechungen mehr. Damit wir jetzt nochmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten gut durchfeiern können. Da haben wir nämlich jetzt 110 Likes auf YouTube. Das ist echt schon ein bisschen hoch, steht da. Heißt, bis 20 nach wird gebaggert. Dann müssen wir aber gucken, also ich werde es nicht zu weit ausweizen, ausreizen heute. Ups, stopp. Mein Gefühl, Achtung, ist irgendwie was kaputt. Nein, ist alles noch heile. Schaufel hier aus der Tiefe, da ist das gute Gold. Wir müssen uns die Goldmap ja nochmal angucken, aber wir haben ja eh gesehen, das ist alles
überschaubaren Rahmen. Das tut sich nicht so extrem viel. Gerne noch eine Stunde dabei. Ja, trotzdem danke. Oh nee, der Bagger zieht rüber. Wenn wir so baggern, zieht er rüber. Und dann kommen wir nachher hier nicht mehr ran, ne? Ich wollte trotzdem mal den Sinn, nämlich also da müssten wir ja wirklich schon fast auf dem Boden baggern können. Schon wenig. Ja, wenn man eine neue Optik wieder hat, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, damit man dann die Anlage gut trifft. Das ist schon komisch. Was stimmt denn auf YouTube jetzt nicht? Kann ja nicht sein. Twitch Prime, ja, das wusste ich. Oder wann die ganzen Twitch-Zuschauer, die jetzt noch schnell bei YouTube sich angemeldet haben und da nochmal ein Like dagelassen haben, oder wie? Das ist schon verdächtig. Ich glaube, das sind tatsächlich einige, die das aufgespart haben wie letztes Mal, oder? Kann das sein? Dann, ja, mal gucken, ob er wieder so eine Aktion macht gegen 10 Uhr. Und dann lassen wir erst ein Like da. Und wieder hier, ne? Fiese Nummer. Oh, der Eimer ist voll. Ist auch eine fiese Nummer. Stopp. Und einen neuen Eimer. Über den. Achtung, ich mache an. Ich glaube, einen Eimer können wir noch, dann müssen wir wahrscheinlich die Pumpen und so wieder mit nachfüllen. Und bei der einen wissen wir, müssen wir dann auch einen Sprit mitnehmen irgendwie. Das ist cool. Das stimmt, Spiel. Lukas lag immer schon vorher, vielen Dank. Düsen für mobile Wasch. Alter, was ist denn heute los? Alles geht jetzt kaputt. Jetzt wäscht die gar nicht mehr, ne? Ganz schön Materialhaufen hier aufschütten, aber jetzt geht alles den Bach runter. Unser Claim, Leute, alles geht den Bach runter. Sehr heftig. Aber auch cool, diese Zufallsereignisse ein Stück weit auf jeden Fall. Ja, natürlich jetzt einen riesen Haufen Material hier aufschütten nach dem Motto, weil Bagger funktioniert ja. Gucken, was das nächste Mal beim Bagger kaputt geht. Dein Pechtag ist gekommen, echt, ne? Ich glaube, so feinfühlig mit dem Gerät, so perfekt kann ich das dann doch noch nicht. Was ich jetzt sage, ich mache mir hier eine richtig schöne Schräge, wo man nachher tatsächlich noch runterfahren könnte. So stufenmäßig, damit wir wirklich den Kram vom Boden noch wegkriegen. Nee, das kriege ich nicht. Ja, auf jeden Fall können wir alles ausmachen. Der Tag ist erledigt. Düsen kaputt. Jens Brann abonniert mit Twitch Prime. Vielen lieben Dank, Jens. Krass. Krass. Mega Support heute auch auf Twitch. Vielen lieben Dank. 21 YouTube-Zuschauer regeln die Gamezeit heute. Ja, müssen wir ausmachen, wa? Müssen wir wieder irgendwas abmontieren. Das müssen wir wohl abmontieren. Das ist kaputt gegangen. Wie können wir das abmontieren? Wo ist es fest? Ich zeige dort.
Muss ja irgendwo fest sein, oder? Mit den Schellen, das sieht nach Schraubenzieher aus, oder? Mit dem hier vielleicht? 5? Oder ist es einfach so kaputt und ich kann das... Ich da oben rauf, ja. Da ist es bestimmt wieder fest, ne? Was ist denn so, ne? Nach vielen Stunden Schürfzeit scheint hier alles mal kaputt zu gehen. Kann ich das schon wegnehmen? Reicht das schon? Das reicht schon. Oder soll das jetzt schon rechts überzeigen? Danke, Big B. Da fehlt auch. Danke für die Info. Wieder aufstehen. Also ich schmeiß den Schrott zum Schrott, ne? Also wir haben irgendwann hier einen riesen Schrotthaufen. Wird das so angezeigt und das nicht. Ist noch nicht ganz kaputt, das eine vielleicht. Ja, wir müssen erstmal alles ausmachen. Es muss wieder alles gefüllt werden. Es muss repariert werden. Das kostet Zeit. Quatsch. Das heißt, für heute machen wir wahrscheinlich, also ne, für den Ingame-Tag müssen wir jetzt mit dem Händler nochmal hin und zurückfahren. Ich will jetzt auch den ganzen Schrott mitnehmen und verkaufen. Ach, sind da auch 2 Stück? Dann packe ich, kaufe ich gute, danke. Ich tausche nicht beide, aber ich kaufe gleich 2 und lasse hier hinten im Pickup drin. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie beim Bagger. Da hast du recht. Geht weiter. Ach, Cleanout, den hast du jetzt für heute geschafft. Ach, ich bin ja gar nicht so im Stress. Und 122 Likes. Heißt, wir werden es auf jeden Fall 10:45 machen. Der ist leer. Aber es dauert auch ein bisschen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall noch in die City. Wir kaufen noch die Ersatzteile. Das Gerät wird wieder flott gemacht. Dann machen wir wahrscheinlich den Cleanout und dann ist es auch 10:45. Ich glaube schon, dass es so lange dauert. Ich wollte hier beim Anhänger vollfüllen. Wenn noch Zeit zum Baggern ist, dann ist noch Zeit zum Baggern. Kann auch nicht schaden. Wenn auf einmal noch 10 Likes mehr sind, kann es auch nicht schaden. Danke auf jeden Fall immer für euren mega krassen Support. So. Ne, können wir jetzt machen. Oder? Ne, machen wir nicht zu früh. Wir fahren jetzt den Schrott holen. Wir räumen jetzt auch. Das ist die Umweltverschmutzung. 6 Eimer haben wir immerhin. Ja, da sind nur 8% drin. Das ist nicht der Rede wert. Ich wollte gerade sagen, Achtung, Achtung, irgendwas am Fahrzeug ist kaputt. Das wäre jetzt so der Super-GAU, ne? Die Wasserpumpe ist noch an. Ja, nee, die ist leer. Obwohl, der stimmt, habe ich angelassen. Wollte ich auffüllen, habe ich nicht ausgemacht. Schon heftig was. Also, ne? Man denkt, oh, zack, ich hole dickes Geld raus. Wir haben einmal einen Nugget gefunden heute. Das war aber auch echt ein richtig, richtig nices Nugget. Richtig schöne Größe. Und wo ist der da? Oh, weiter zum Schrott. Verhögern da erstmal ein bisschen was. Der hier, der Wasserfall und so, unsere Quelle, die ist noch voll in Gang. Liegt ja wie gesagt daran, dass es eigentlich schön eigentlich jetzt hier Sommer ist, aber es ist die ganze Zeit regnet. Wie viel Geld kriegen wir hier noch? Was ist das wert? 100 da? Ja. Hier hast du
Verkauft ihr immer gleich oder sammelt ihr Schrott und irgendwann macht ihr einen Big Sale? So wie auf der Marsch. Morgen, ne? Nordfriesische Marsch. LS19, die Mittagsfolge, morgen um 12. Legendär. Schon mal ein kleiner Spoiler für morgen. So. Der Rauschlauch bringt gar nichts mehr. Und die Düse immerhin noch ein bisschen. Das eine ist nur verschrotten. Machen wir unser Gold spazieren. Ja, kaufen wir auf jeden Fall gleich zwei neue davon. Und dann haben wir relativ viel repariert. Was kann denn noch kommen? Habt ihr noch eine Idee, liebe Leute, wo ihr sagt, das braucht wahrscheinlich, kommt auch gleich noch bei der mobilen Waschanlage oder das kann beim Bagger noch kaputt gehen? Jetzt nicht die Kraftstoffgeschichte, sondern Verschleißteile dann vielleicht irgendwie. Da hätte ich den komischen Handscanner nochmal abscannen sollen, was kaputt ist und was nicht. Und schon wieder in die Stadt. Auf geht's. So kommen keine 1000 Unzen zusammen. Niemals. 1000 Gramm immer noch. Also ich glaube, der Cleanout, der ist auch ganz gut. Ne? Wir haben immer 9 Eimer dann voll Material. Ich habe mir aber mehr erhofft. Zähne am Bagger. Ja, fehlt. Die können auch kaputt gehen. Die Trommel von der kleinen Waschanlage kann auch kaputt gehen. Wasserschläuche, welche? Nicht die normalen, oder? Oder was für Wasserschläuche können kaputt gehen? Oh, meine Country Music ist out. Out of order, hat der gar nicht Bescheid gesagt. Oder hört ihr das gar nicht? Der nice Country Music im Hintergrund. Pickup-Rad. Okay. Soll ich noch alles? Nee, das kann so viel Ersatzteile kann ich nicht kaufen. Baggerzahn. Baggerzahn habe ich jetzt auf beiden, auf YouTube und auf Twitch. Batterie, neue Schläuche. Kann ich. Naja, das ist zu heftig. Nochmal Hydraulik-Schläuche. Ich denke, dass die jetzt 10 Tage wieder halten. Oder so ein lehmiger Boden aktuell, dass wir da irgendwie so schwer zu kämpfen haben. Müssen ja fast einen Anhänger kaufen, ne? Oh, örtlicher Händler, da sind wir mal wieder. Gut, dass du hier 24/7 für uns geöffnet hast. Also, wir brauchen als erstes diese Austauschteile für die mobile Waschanlage. Vielen Dank, Super Crush, fürs Folgen. Das verstärkte Waststück. Was ist die? Bitte Gold waschen ohne Wasch. Nee, das ist für ein Waststück. Die sind das, oder? Genau. Verstärkte Düse für mobile Waschanlage für 2,6. Die nehmen wir dann, oder? Die wird ja viel besser halten. 5000, das finde ich in Ordnung. Ich habe keine Lust, das nochmal zu reparieren und wir werden noch viel, viel davon brauchen. Was denn? Verstärkte große Wasserpumpensicherung. Bulldozerkette ein Stück. Ja, das weiß ich nicht. Pickup-Reifen ist 500. Aber du fährst ja auch nicht immer mit rum. Ja, schmeißen wir mal eins ins Lager. Gucken wir gleich mal das andere Lager an, denn. Batterie, neue Schläuche, Zahn für Bagger. Also Zahn für Bagger. Würde ich welche kaufen, wenn das geht. Wieder vom mobilen Generator. Ventil für Magnetitanhänger. Der kann auch kaputt. Was kann denn alles kaputt gehen? Mann. Elektromotor. Trommelroller. Krass. Wenn man Ersatzteil gibt. Förderbandeimer verstärkte. Das kostet 3100. Die Eimerkette kann auch kaputt gehen. Auch cool. Hier sind eine Menge Zahnräder. Hier sind die, ne? Verstärkter Zahn, einfacher Zahn. Wie viele sind an der Schaufel? 5 Stück. Eurer Spaß. Batterien. Batterie? Für was? Universal für fast jedes Bauwerk ist das Licht. Hält besser zwei Batterien. So, also legen wir uns mal richtig schön ein bisschen was aufs Lager, oder? Das schockt doch auch.
Moin Moin, also ich habe schon eine Menge gebaggert, aber heute geht alles kaputt. Das hast du verpasst. Auf YouTube wird gefragt, was ich verpasst, also was verpasst worden ist. Und natürlich, wenn wir circa das Viertel vor 11 spielen. Wer kennt nicht, anstatt um 21:30 auf der Couch zu sein, nochmal zum Händler fahren. So ein Ding ist das, ne? Genau. Feuerlöscher vielleicht, noch ein paar Eimer. Ich glaube, das dürfte gewesen sein. Der ist ordentlich. Der hinter kann. Aber bei den anderen warten wir vielleicht aber auch wieder, bis was im Sonnenangebot ist. Guck mal, das kostet schon 12.462. So Kleinkram, mega teure Bestellung. Ich dachte vielleicht ein größerer Kanister oder so. Das Teil sieht auch immer so interessant aus, aber es hat keine Funktion. Na gut. Noch ein Flutlichtanhänger kostet einen 10er. Könnten wir jetzt mitnehmen. Ich kaufe noch einer von. Mir gefallen die ganz gut, weil die so wenig verbrauchen und so schön das Licht liefern. Weil heute verdienen wir weniger. Nee, wir werden gleich noch gutes. Ja, ziemlich. Und wir haben gerade keinen Anhänger mit und dann bietet sich das natürlich mega an, das mitzunehmen, ne? Bei Mac 3 vorbei, das ist eine Idee. Obwohl waren wir gestern. Der alte Burger, den gibt's wieder. Ich weiß nicht, wer von euch den mag oder so. Den gab's lange nicht, ne? Den 1955er. Ich mag den gerne. Endlich ist er wieder da. Ups. Also wenn unsere Zähne kaputt gehen beim Bagger, ne, dann haben wir hier perfektes Ersatzmaterial. Ich denke auch die mobile Waschanlagen. Düsen hier oben werden relativ lange halten. Der ist auch abartig lecker, sagt Morten. Mit dem Shoppingwaren. So sieht das aus, Jens. So. Zack, zack. Alles schnell einpacken. Ist wieder beim Shopping Manager, ne? Hier beim King of Retail. Haben wir auch immer ordentlich Ware eingekauft. Gut. Alles verladen, nur noch den Anhänger da vorne. Dann müssen wir aber noch gerade rausfahren. Das ist ja auch eine Ausfahrt, ne? Moin Senpaiko. Reicht das schon? Das wäre ganz gut angefahren, ne? Oh, das läuft hier. Zack. Auf geht's, Richtung Clay. Mal gucken. Noch vor Mitternacht das repariert kriegen. Wird wahrscheinlich eng, aber... So können wir es. Und klar, ich habe Bock auf besseres Equip. Aber besseres Equip heißt, wenn man sich tatsächlich diese große Waschanlage da zurechtdeichselt, wir müssen auch echt viel kaufen können, weil die Miete, wenn man alles sich zurechtbietet, glaube ich, einen nachher auch auffrisst. Man kann auch nicht alles mieten. Ich glaube, für die kleine Waschanlage, also die kleinen in Anführungsstrichen, die man auf dem Claim stationär aufbaut, hast du den kompletten Hotpan-Bereich mit der Schaufel aus. Nee, Falco, nicht ansatzweise. Wieso? Gibt's da noch mehr Nuggets? Wir hatten da angefangen, aber... Aber ganz gut was rausgeholt, logischerweise, um uns das erste bessere Equipment zu holen. Mit dem Bagger kommt man da ja leider nicht hin. Nee, Flutlicht brauchst du. Das ist hier. Ach, Mist. La la la, ich fahr nochmal in die Stadt. War ich wieder so rasant, gleich geht wieder irgendwas kaputt. So, keine Ahnung, ob es mehr Nuggets gibt. Ich spiele immer ohne Nuggets. Achso, okay. Ich spiele mit Nuggets.
Nebenbei spiele ich King of Retail, sagt Jens. Sehr gut. Konzernmodus, Unternehmermodus oder den anderen Modus kenne ich ja noch gar nicht. Ich glaube, da macht man nur solche Aufträge, oder? Konzernmodus muss man sich ja erstmal sein Geld erarbeiten, um dann den Konzern gründen zu können. Um Geld zu haben für den ersten eigenen Laden. Und ich denke und glaube, dass es im Laufe jetzt der nächsten Woche soweit sein wird, aber wahrscheinlich erst Ende der Woche. Erst müssen ja noch ein paar Computer verkauft werden im King of Retail Projekt. Und das dann soweit ist, dann gibt es ja nochmal eine kleine Bonusgeschichte. Cool ist ja auch, wenn man den Anhänger jetzt anmacht, oder? Während der Fahrt, geht das? Keine Kolli oben, ich dachte jetzt knallen wir oben gegen. Wir haben ihn verloren. Nicht, dass ich jetzt hier auch während der Fahrt abkoppeln kann. Werden wir gleich sehen, was hier passiert. Ich wollte noch voll tanken. Ich dachte, das müssen wir nicht von unserem Tank annehmen. Wir sind jetzt in 150 und unser Pickup braucht ja auch mal wieder ein bisschen Nachschub. Die 100 hätten wir uns nämlich sparen dann. Ich denke, getimt ja, oder habe ich auf Ausgang geklickt? Gut. Geschafft. So wollte ich das. Ja, tatsächlich, wa? Brauchen wir selbst kein Licht mehr anmachen. Zukunft haben wir mit Flutlichtanhänger. Perfekt. Perfekt. Demos habe ich bei Start von Gold Rush von dir an meinen eigenen Laden eröffnet, ne? Na gut. Nö, nee, strahlt noch. Halt hell. Voller Glanz. So, 23.10. Der Tag ist gleich rum. Wir müssen wieder Miete bezahlen. Wir haben tatsächlich wieder einen Tag nichts verdient. Das ist schon der zweite Tag, wo wir nichts verdient haben. Also man merkt, wenn man jetzt krass auf Risiko gehen würde und viele teure Geräte kauft, mietet, was auch ich hier, Frankenstein und sein Mega-Förderband zum Beispiel, um das mit dem Förderband in die mobile Waschanlage zu befördern, wird sich das nicht rechnen. Batterie sparen, genau. Gut, dass ich gerade neue Batterien gekauft habe. Fernlicht. Guten Abend, PJ. Bei ihr grüßt. Moin moin. Bin auch gespannt, wie viel Magnetit wir noch rausholen. Also. Und wir haben ja auch gesehen, der verbraucht echt nicht viel Sprit. Also dieses Flutlicht hier, das ist schon cool. So, dass man es auch tagsüber nutzen kann. So, ich wollte mir die Halle mal angucken. Hat ihr ja geschrieben, da kann man auch gut. Oh ja. Wurde noch nie gesehen. Die ist ja schön hell hier, ne? Da können wir mal ein bisschen Equipment reinräumen. Also im Ersatzrad. Das kriegt man hier immer nicht reingelegt. Das muss man wahrscheinlich eher irgendwo an die Seite legen. Wir haben die eine, ja, die Düse lassen wir in. Oh, jetzt ist sie gleich weg. Und die Zähne, die Baggerzähne können wir hier reinlegen. Die beiden Batterien können wir hier reinlegen. So blöd, also müssen wir, sollten das nicht zu sehr aufteilen, ne? Cool ist, glaube ich, wenn man das alles mit. Alter, das wäre doch mal ein Ziel. Das ist gerade die Idee überhaupt, würde aber natürlich viel zu viel Zeit kosten. Alle Regale hier mit Eimern mit brauchbarem Schiffmaterial zu füllen. Nach dem Motto, kann man machen, ne?
Tschüss. Servus. Grüß mal. Ja, servus. Grüß dir und hallo. Zweck. Dann noch ein Zahn. Oh ne, das ist unser Material. Ja. Drei, also 5 habe ich gekauft, ne? Nur ein bisschen nervig, dass das Teil so laut ist. Haben wir einen verloren unterwegs oder habe ich den jetzt gerade eben schon, oder ist er wieder auf der Motorhaube oder so? Die Dinger waren teuer, ne? Ich hab doch 5 gekauft. Da liegen 4. Zähne für den Bagger. Ja, ich glaube, es geht nicht alle kaputt. Okay, danke. Ich hatte einfach mal gedacht, vielleicht 5. Aber ich habe nur 5 gekauft. Bin ich sicher. Also der Luft hier in der Halle, wenn der Motor die ganze Zeit läuft. Ne, erklärt ihr den irgendwo? Haben wir den verloren jetzt? Ach so. Rein, raus, rein, raus. So kann man den Tag auch rumkriegen. Ich muss sagen. Weiß ich nicht. Aber Sachen kann man drehen. Ach so, mit der rechten Maustaste. Aber mehr nicht. Links nicht, Mitte nicht. Nur rechts. Also wir können natürlich einen Reifen besser ins Regal legen. Theoretisch. Auch nicht ein schönes. Egal. So, auf geht's. Ich würde offen gehen. Und Spaß machen wir am nächsten Tag weiter, oder? Ein bisschen baggern können wir jetzt noch. Ein paar Eimer voll. Oh ne, wir müssen ja reparieren. Reparieren. Die Nacht ist eh jetzt hier. Wir können auch durchmachen. Liegt bestimmt noch beim Händler. Eine Vermutung. Kann gut sein. Lass den einfach da schon mal stehen. Ja, wollen wir noch mal gucken, dass wir was Neues anschrauben. Bin gespannt, wie lange auch das dann hält. Vor allen Dingen das andere, was wir noch dran haben, ne? Also von hier kann man auch von unten festzangen. Mit Quetschi. Wer kennt Quetschi? Im Shop, wo du versucht hast, die Zähne in den Pickup reinzutun. Kann sein, dass da noch einer liegt. Müssen wir das nächste Mal drauf achten. Das ist ja kein Schnäppchen. Gut, repariert. Wir können wieder loslegen. Wenn wir geschürft werden. Und das machen wir auch. Ich habe gesagt, 28 Likes. Das wird heißen, also eine, ja, 20 Minuten können wir baggern. Und ein paar Eimer voll machen. Das ist alles an. Das brauchen wir noch Wasser. Aber das ist immer so weit weg, ist das Wasser. Ich brauche nochmal 2 Zulaufschläuche. Aber die Pumpe auch näher dran, ne? Wäre echt praktischer. Ein Zulaufschlauch und 2 Weiterlaufschläuche, glaube ich. Kennen die andere Düse mal, sagt. Und ich habe den Teileanalysator, nennt sich das. Okay. Nicht vor Ort scannen. Ach komm. Auch die Baggerschaufel also blöd gestellt. Kann man nicht hochmorden. Stoß mir immer den Kopf. Vielleicht kann ich ja durchkriechen. Das könnte Sinn machen. Ich kann das aber nicht scannen. Das kann ich scannen. Ist egal. Wahrscheinlich ist das dann auch gleich kaputt.
Deswegen kann ich auch nicht mehr scannen. An damit. So. Also machen auf jeden Fall noch ein paar Eimerchen voll. In der Hoffnung, dass das ein bisschen hält, ne? Schön wäre, wenn die ein bisschen schneller arbeiten würde, die neue Düse, oder? Weil die so teuer ist. Ich meine, die hat mehr Haltbarkeit, die kann auch ruhig ein bisschen schneller arbeiten. Ja, danke euch auf jeden Fall für den Tipp. Wahrscheinlich liegt es am Shop. Hoffen wir mal, ne? Dass es nicht unterwegs verloren gegangen ist. Das ist voll. Ich dachte, das ist was kaputt gegangen. Tschüss, Lukas. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe ja, dass wir noch einen Nugget finden heute. Zweite mobile Waschanlage, den kannst du sie nebenbei stellen, doppelt so schnell. Das habe ich auch schon im Singer, also in meinem Let's Play, so ähnlich gemacht. Das ist dann aber echt sportlich. Und da schafft man meistens auch nicht beide zu bedienen. Wobei, kommt auf an, wenn man sie geschickter stellt, kann man natürlich auch beide immer mit zwei Schaufeln bedienen. Ne? Man sieht hier ja auch, man hat jetzt teilweise ein bisschen Wartezeit. Und hier jetzt nicht. Es kommt auch darauf an, es regnet schon wieder. Wie weit man geht mit der Schaufel. Ne? Und so teuer sind die Schürfenanlagen nicht. Also vielleicht überlege ich mir das beim nächsten Mal. Heute nicht mehr. Nicht nochmal jetzt in die City. Auch wenn jetzt nochmal irgendwas kaputt geht, ne? Wetter auch wahrscheinlich gleich. Das will ich eigentlich gar nicht. Gar nicht aussprechen. Oder glaubt ihr, dass der Cleaner gleich durchläuft? Oder ob da auch nochmal irgendwas kaputt geht? Waschtisch zum Beispiel. Irgendwelche Düsen da. Beim Separator, ich weiß es nicht. Ist er noch separiert? Da kann ja alles Mögliche passieren. Mehr. Und dann reicht. Rechts und links vom Bagger, den kannst du rechts eine Schaufel rein und links zum. Genau. Ja, es geht schneller. Also ich weiß, wenn man es gut hinkriegt, das ist definitiv eine Ersparnis. Aber ich glaube, also es ist keine Verdopplung der Arbeitsgeschwindigkeit. Das schafft man nicht. Geh jetzt weg, danke. Speedy war wieder im Wilden Westen unterwegs heute. So grün aus, ne? Ich weiß nicht. Die Wasserquelle bald weg ist. ...137 Leute sind noch da, 134 Likes, vielen Dank. Da ging ein bisschen was vorbei. Wir haben noch gar kein Licht an, ne? Dann haben wir doch dort noch einen schönen Schattenspiegel. Aber mit den beiden Scheinwerfern ist es echt schön beleuchtet, ne? Also teilweise gefühlt sogar heller als am Tag. Ups. Bei 25 Grad versiegt meistens das Wetter. Okay, das ist, da sind wir noch ein bisschen voll entfernt. Einmal 80%, da müssen wir drauf achten, ein paar Schaufeln noch. Hier ist die Waschdüse kaputt gefroren. Ich finde es cool, dass da ein bisschen was kaputt gehen kann. Ne? Denkt man immer gar nicht.
Das war früher nicht so verschleißträchtig. Aber dann ist eine sehr gute Düse hier, also die Waschtrommel wollte ja laufen. Kann natürlich sein, dass hier eine noch den Geist aufgeht, aber dafür haben wir ja schon mal einen guten Ersatz auf jeden Fall mit an Bord. Bin mal gespannt. Also jetzt haben wir 9 Tage bis zum Herbst. Also wir müssen jetzt, hier sind wir im Sommer, ist alles gut aufgetaut. Der Boden, der Permafrost sozusagen, ist aufgetaut. Und hier das beste Schürfmaterial. Wir müssen es nur noch verarbeiten. In die Waschanlage bringen. Und wir dürfen nicht mehr zu viel Materialausfall haben. Aber mal gucken. Wenn das so passiert. Ups, ist tief. Aber haben wir die 100? Da ist gerade die 100. Schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Springen, springen, springen. Da ist der Pickup. Hier ist der Pickup. Neuer Eimer. Die kriegen wir noch voll hier, oder? 4 Stück. Denke schon. Ihr habt ja auch mittlerweile 136 Likes auf YouTube gelassen. Krass, auf einmal irgendwie, ne? Wenn man es mal anspricht, 50 Likes mehr. Vielen Dank. Ich kann aber eine Schaufel reingeben. Und ich anmache. Zack. So. Und wieder rauszoomen, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Mal ein bisschen in die andere Richtung baggern wieder. Aber wir sehen, was wir hier noch alles wegbaggern können. Das ist schon noch ein ganz schöner Radius. So, wer baggert also spät am Baggerloch? Das ist der Fett und der baggert noch. Und wir holen auf jeden Fall noch Gold raus heute. Viel. Wanne ist echt nicht egal. Ne? Ich meine, erstmal beim nächsten Mal können wir natürlich uns als Ziel setzen, vielleicht nicht gleich die ganze Halle mit Schilfmaterial einmal voll zu kriegen, sondern das ganze Zelt. Da sind ja auch einige Regale drin. Wenn man da einmal ordentlich reinstellt, kriegt man da auch gut einmal rein. Also hier hinten ist es nicht mehr so goldreich, unser Boden, ne? Und das ist echt eine Überlegung mit der zweiten Waschanlage hier. Mittlerweile bin ich so schnell beim Baggern, dass wir eigentlich immer ein bisschen Wartezeit haben. Ich habe etwas mit McManus geplant. Ich denke nicht. Ich danke trotzdem der Nachfrage. Ich glaube nicht, dass er da Zeit für hat. Mir aktuell auch schwierig, aber... Ach, niemals nie. Wir haben ja noch ein bisschen länger, 21, aber ich gehe nicht davon aus. Okay. Zack, zack, zack. Sehr gut, 90%. Moin, Nino. Die Halle schaffst du eh nicht. Das würde man schaffen, ne? Ich meine, genug Geld, um die nächsten Tage sozusagen zu bezahlen, ist am Start. Aber viele Eimer müssen wir natürlich kaufen. Aber da passen ja bestimmt 100 Eimer rein. 100 Eimer voll Schürfmaterial, das wäre heftig, ne? Das wird heißen, wir müssen mindestens einen Monat nur Material sammeln und dann mal abgeben. Und dann brauchen wir auf jeden Fall, das kann man wohl nicht. Das ist echt heavy, das stimmt. Gold Rush Multi, sagt man schon, ne? Sehr cool. Ja, mit 2 Baggern hier stehen. Den Dings voll machen hier. Den Schwack. Ah, das war aber nicht viel. Was? Hier nicht an der Marsch. Ne, wird nicht an der Marsch gearbeitet, wie man gerade sieht. Marsch ist ein paar Tage Pause. Hier wird gespielt.
Der baggert da so spät. Noch einmal gebraucht, genau. Also, wiederhole ich es nochmal. Sehr gut. Hier bleibt jetzt so eine kleine blöde Ecke da unten drin. Kann man ein bisschen zu tief abgeben. Aber funktioniert trotzdem gut, ich bin zu früh. Haben wir gleich den nächsten Eimer voll. 70% haben wir gleich. Aber ich würde mir noch ein Nugget wünschen, so eine zweite Stunde, so zwei Stunden Bagger, muss man auch mit zwei Nuggets mal rechnen können, oder? Entweder mit zwei Waschanlage oder aber versuchst die große Anlage zu bekommen. Und dann brauchen wir anderes Equip, ne? Weil die große Anlage zu füttern mit dem Bagger alleine geht ja nicht, das macht keinen Sinn, eine Schaufel vollschaufeln, hinfahren. Ich glaube, selbst mit dem Radlader, ich meine, habt ihr ja teilweise mehr Erfahrung. Der Radlader und die größere Maschine, was sind? Ich meine, auch das werden ja Wege sein und der Radlader ist ja auch nicht, glaube ich, so der so toll fahren kann, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da hätte doch auch immer Probleme und komme irgendwo hin. Aber wenn, denn wieder ein ordentliches Nugget, das stimmt. Das wäre cool. Da brauche ich einen Muldenkörper, ja. Ich dann mit dem Bagger voll mache, aber dann brauche ich doch auch gleich dieses Förderband, ne? Diesen Einfüllputzen und also 300.000 oder so. Ich glaube, vorher brauchen wir eine 500.000, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall. Den Muldenkörper kann man sich vielleicht noch leihen, aber die Anlage muss man ja, glaube ich, zum größten Teil kaufen und dann bauen. Warum wollen Sie? Das müsste knapp reichen. Hier noch mal wieder was weg. Gucken, ob wir nachher irgendwann, ich glaube, wir sind ziemlich mit auf dem höchsten Punkt hier. Ich glaube, so schnell kommen wir hier nicht auf Grundgestein. Aber 97, 98, 99, der Eimer. Drei Stück noch. So. Ich glaube, ich komme auch ganz gut hin, ne? Mit der Like-Anzahl. Da sind wir jetzt tatsächlich, ich hatte ja 2 Minuten pro Like gesagt bei YouTube. Aber es würde nicht ganz so ausarten wie letztes Mal mit dem FS-Livestream. Also ich würde vielleicht nicht bis 1 Uhr streamen oder so. Und so viel ist natürlich auch an Likes nicht bei Gold Rush zu erwarten. Nochmal ein neuer Lukas, vielen Dank fürs Folgen. Man beachte bitte positiv, dass ich die Waschanlage direkt wieder angemacht habe, ne? Bei Karoko. Servus, ist alles gemietet. Nur der Bagger ist gemietet. Und der kostet auch echt nicht viel. Da muss man überlegen, 3.000 nur Miete. Oder irgendwie 80.000 selber ausgeben. Ich meine, klar, nach sind wir jetzt am 12. Tag sind wir. Theoretisch hätten wir das Geld, um die Miete mit dem Bagger zu beenden, aber... Dann tendiere ich eher dazu, zu sagen, man guckt mal, wie viel Geld man zusammenkriegt. Große Waschanlage und den Kipper dann kaufen. Ein Dollar-Modus getestet und alles gekauft. Ja, na, das habe ich nicht so Bock drauf. Dann würde ich eher das mieten. Das ist höchstens nach dem Motto mal gucken, ne, aber. Ich weiß nicht, ob man das denn nachher zu schnell vermisst, wenn man das alles einmal gehabt hat. Ob man sich das nochmal alles erarbeitet. Aber schwierig, ne? Ja, sagen alle, ich brauche einen Kipper dann. Also wenn wir die mobile Waschanlage nehmen, brauchen wir einen Kipper, den wir hier schön vormachen. Es wird 3:40 Uhr, gefühlt wird es hell oder so.
Ja, wir sind ja in Alaska, ne? Da wird es ja auch im Sommer dann nicht wirklich so richtig dunkel. Nämlich oben im Norden. Das stimmt. Ja, das ist mal was anderes, ist ja auch, ja, Cheaten ist ja übertrieben, aber wenn man es mal antestet, okay. Aber ich habe dann manchmal so, denke ich, dass relativ schnell die Motivation weg ist, wenn man alles einfach schon mal gehabt hat. Aber jetzt nicht so, ist ja gut bei dir. Hat leider gestartet statt mit dem Bagger. Und da ist der echt, ja, gewesen. Du brauchst noch einen Kipper und die große Anlage, ja. Also ich glaube, du kannst besser wahrscheinlich den Kipper mit dem hier voll machen, mit dem Bagger, als mit dem Radlader teilweise. Weiß man nicht, 4 Schaufeln oder wie viel ging in den Kipper rein? Keine Ahnung. Halt, um hier mal eine Schaufel wegzunehmen, von dem leicht aufgeschütteten. Bisschen nur weggekratzt. Aber ich habe schon Bock auch auf die ganzen Geräte. Und natürlich habe ich auch mal wieder Bock, mit dem Bulldozer den Boden aufzukratzen. Schockt ja irgendwie auch. Muss man das auch teilweise bei gefrorenem Boden im Winter? Braucht man den Bulldozer wirklich, um den Boden aufzureißen? Oder ist er eigentlich nur nice to have, um vielleicht ein bisschen irgendwo eine schöne gerade Strecke hinzulegen? Könnt ihr mir gerne da nochmal was reinschreiben? 300.000 und zum Anfang der nächsten Saison kaufen. Ah, bis zur nächsten Saison habe ich auch viel mehr Geld. Nur 300k bis zur nächsten Saison, das wäre zu wenig. 1 Million, wa? Ja, oder nehmen wir mit Frankenstein so ungefähr, aber da brauchst du hier natürlich auf diesem Claim auch mehrere. Relativ weit weg ist, ne? 60% haben wir schon wieder in unserem nächsten Anhänger. Also ich freue mich und ich hoffe auch, dass wir so viel Magnetit zusammenkriegen, liebe Leute, dass wir die Goldverschwendungsstufe uns freischalten können. Ansonsten würde ich eher noch mehr schürfen, bevor wir wieder was einschmelzen. Geht ja nicht um die Menge. Es ist natürlich ein bisschen aufwendig, dann stellen wir uns dann mal hin, haben wir ein bisschen mehr Ruhe und schmelzen alles Mögliche ein. Wichtiger ist ja, die Kosten hatten wir beim letzten Mal reduziert für Schmelzen, das ist schon mal gut gewesen. Aber wichtig ist jetzt auch mal diesen Verlust da ein bisschen einzuschränken. Weil ich finde, bei jedem Mal Gold einschmelzen haben wir echt hohe Verluste. Das muss man erstmal sich hier erbaggern und dann müssen wir noch wieder natürlich was abgeben an Pacht, Claim-Gebühr sozusagen, an Anteilen. Aber so ist das eben. Nicht so doll, klar, zum Transportieren mit Kette echt super, aber so zum Beladen für Mulde nicht so schön. Ich glaube, das ist Bagger, das ist besser. Moin, Männer, sagt Candy. Moin, Candy. Ja, die Schaufel war nicht so voll. Aber trotzdem schaffen wir es die meiste Zeit, dass die Anlage was zu tun hat, ne? Und der nächste Eimer ist gleich voll. Und 41 Likes mittlerweile auf YouTube, vielen Dank. Immer lustig, zu später Stunde kommt dann nochmal ein paar Leute dazu, die nochmal auch echt aktiv sind und Likes. Danke euch. Dann müssen wir wieder rausspringen. Stopp, wahrscheinlich mal gestoppt. Auf der falschen Seite. Perfekt. Der Mitte. Wie sieht es aus mit unseren Pumpen und so? Mit den. Ich bin einmal auch nicht hin. Der Generator steht hier. Das war immer so ein Anhaltspunkt. 50%. Wird also für 2 einmal knapp.
Den geht's. Da wollte er eigentlich selber spielen, aber nö, keine Lust. Okay, auch gut. Hier müssen wir hin, ne? Ich glaube, der verbraucht immer ein bisschen mehr. Ja, wir sehen 38%. Stopp. Mit rein. Zeit von denen wieder anschmeißen und auf geht's. Los. Wir schaffen noch die 150 Likes. Ja, und werden wir noch 8 fehlen, ne? Aber wir haben ja noch ein bisschen. Wollen wir noch 2 Eimer voll baggern und dann gehen wir über zum großen Cleanout und der wird natürlich auch ein bisschen brauchen. Uhr morgens. So, auf geht's. Oh. 5 bis 10% zu viel. Da war bestimmt das Nugget drin, was wir jetzt nicht mehr kriegen. Guck mal, wir hätten gerade die Sonne auf. So ein wunderbarer Schatten. Am Hügel. Passte. Da ist natürlich, müssen wir aber auch sagen, jetzt auch nicht nur perfektes Schürfmaterial bei, ne? Also es wird so ein gemischter Cleanout, kann man sagen. Ja, voll. Höchstens 3%. Hier rechts von uns ist schon sehr gutes Material. Auch hinter dem Bagger direkt ist auch gutes Material. Da holen wir uns auch gleich noch ein paar Schaufeln von. Ein bisschen Wartezeit. Ich habe irgendwas gelesen, man kann auch Mods benutzen, weil Mods für... Oh, weiß ich nicht. Mods, gibt es hier Mods für das Spiel? Nicht, dass ich wüsste. Wie gibt es die Einsamkeit hier? Moment, nochmal. Verstehe nicht. Wohl, den habe ich noch nie gehabt. Okay, ich hatte das, als ich das Single-Let's Play hatte, wie gesagt. Damit bin ich rum und dann kann man so, ich dachte, so ein bisschen schöne gerade Flächen machen, man kann so ein bisschen, glaube ich, die Erde damit aufreißen, so war das, man konnte das irgendwie, dachte ich, wollte die Deckschicht abtragen, hier sozusagen, gespielt, in Anführungsstrichen, die oberste Schicht wegnehmen, auch wenn da ein bisschen Gold ist, ich weiß, aber das große Gold liegt ja immer so in dieser Tiefe, wo jetzt die Schaufel gerade war, ne? Mal wieder ein bisschen rüberziehen. Wahrscheinlich. Wir haben ja den hier vorne angekoppelt. Ne? Wir müssen auch da, wo der Bagger jetzt steht, sehen, dass wir nachher da irgendwie noch mit dem Pickup wieder schräg rankommen und die mobile Waschanlage da auch wieder wegkriegen. Ist nicht so, dass sie dafür immer stehen. Zu viel wegnehmen sozusagen, kann es irgendwann kritisch werden. Kommen wir da nicht mehr hin. ...60% im Eimer. Vorletzter Eimer für heute. Hier nochmal ein bisschen was abtragen von der ersten Schicht. Wissen wir schon mal, das ist ein Eimer, der lohnt nicht so richtig wahrscheinlich. Gut, wie krass lange doch noch die andere Düse hier hält. Ne? Zum Glück habe ich die nicht auf gut Glück ausgetauscht.
Ich meine, die haltbare jetzt, die wird uns wahrscheinlich, theoretisch müsste die ja immer reichen, weil wir immer werden wir eine bessere Waschanlage haben. Oh, der nächste D-Mount, der bringt echt Geld, ne? 1000 Gramm haben wir ja schon fast. Also die kriegen wir locker nochmal dazu, denke ich, durch den Cleanout. Locker. Aber ich vermisse Nuggets. Nur ein schönes Nugget. Da geht die andere gar nicht kaputt, das kann auch sein. Oh, da muss aber was vorbeigegangen sein. 150 geschafft. Ne, 149. Hat einer wieder einen zurückgenommen oder was? Egal, vielen Dank. Ups. Wird da noch was von dem dann ganz kleinen komischen Rand übergelassen. Ja, das, die Wege hier sind zu weit eigentlich. Das muss man sich echt sagen beim Baggern. Man muss sich besser hinstellen zur Waschanlage. Und wenn man das effektiv und dann schnell bedienen will, dann muss man das so machen. Ne? So, haut voll. Hat jetzt ein bisschen Zeit. Jetzt können wir wieder komplett in die andere Richtung drehen. Mal gucken, ob wir hier noch was rauskriegen. Da ist sogar noch ein ganz guter was. Mit der Eimer doch noch ein bisschen besser. Wir sind schon wieder bei 90%. Ups, bin da runtergeschüttet. Ein bisschen ungenau hier. 95%. Aber einmal die Schaufel voll. Und raus aus der Bagger. Der letzte. Und einmal schwer. Also tatsächlich für gut ein paar Tage, ne? Ein paar Streams wird schon dauern. Muss man mal ein paar Stunden länger streamen. Ich muss los. Nach dem Motto, das war es mal wieder komplett. Bagger, oh guck mal, krass wie leer. Ups, der hat mir ja schon voll geschaufelt. Guck dir mal an, wie leer der Bagger schon wieder ist. Kann man schon wieder fast getankt werden. Ja gar nicht. So, wenn man so weite Wege hier macht wahrscheinlich. Oh, gut. 151 oder 150, das schwankt irgendwie. Einer drückt immer Like, nimmt den wieder weg, drückt den wieder, nimmt den wieder weg. Das Loch, ne? Ja, schon krass, finde ich, was wir hier mittlerweile weggebaggert haben. Schockt schon. Aber echt eine Überlegung, wenn man zwei Waschmaschinen sozusagen, wenn man eine schöne Strecke hat, eine links, eine rechts. Da war doch schon wieder, dass wir zu wenig, also bald wenig Diesel im Tank haben. Geht aber noch. Also für heute brauchen wir es nicht mehr auffüllen. Das wird wahrscheinlich dann das sein, was wir nächstes Mal als erstes machen müssen. Alles wieder einmal vollfüllen. So.
Okay, jetzt auch mal die andere mit der Bagger. Mal andere Optik. Oder jetzt, wo man sich einigermaßen mit der Baggerschaufel auskennt, kann man mal sowas machen. Ups, bisschen zu früh vielleicht. Ich will mal ein bisschen Deckschicht abtragen. Hat auch was, ne? Aber ich glaube, man wird auch noch schüttelig mit der Zeit auch zugucken. Da kann man ein bisschen weiter rauszoomen. Aber da kratze ich immer knapp am Boden vorbei, ne? Schade. Bodenproben habe ich ganz, ganz viele genommen beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was beim letzten Stream nicht dabei. Also theoretisch ist fast der ganze Clay mit Bodenproben übersät. Und es war jetzt alles nicht weltbewegende Unterschiede, wo man schon sagen kann, wie Friederike das im Chat schon mal geschrieben hat, ich glaube, ne, war das. Also jeder Krümel der Erde wird aus dem Clay gewaschen, kein Gold zu verschenken. Da fehlt doch was. Ach, nur kurz, achso. Goldmap kann ich dir gerade mal zeigen. Generell auch mal interessant zu wissen, wie viel ist jetzt eigentlich noch in den Löchern hier, die wir hier noch übrig haben. Da steht ja auch ungefähr, wird ja geschätzt, wie viel jetzt hier noch drin sein sollte. Ersten Schätzung, wie viel Gold du rausholst. Ne, Candy, gute Idee, liebe Leute. Sind ja noch eine ganze Menge Zuschauer da. Was meint ihr? Was machen wir? Wie viel Gramm habe ich am Ende des Cleanouts? Ich hoffe auch viel. Ich sag mal mindestens 2000. Was sagt ihr? Schaufel, dann glaube ich, haben wir es. Gehen wir nochmal einen weiten Weg. Also, um unten gut zu gucken, ist diese Ansicht ganz praktisch, ne? Hier so ein bisschen mit dem Kameraschwenk arbeite, glaube ich, auch ganz cool zuzugucken, aber ich weiß es nicht genau. %93. Schlechtes Material oben drauf und dann war es das. So, warte, habe ich nicht ausgemacht oder angemacht? Mach noch an. Man sieht es ja so schlecht. So, wir haben es geschafft. Krass. Weiß nicht, ob der wegrollt, wenn wir den losmachen. Tausend würde ich schätzen. Der Wechselkurs ist doch auch wichtig. Das stimmt. Shelly, moin. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hi at all. Moin, Shelly. So, wollen wir mal gucken. Ich muss noch mal Licht ausmachen. Wir müssen noch die Dinger hier ausmachen. Die können wir auch schon auffüllen. Ne? Wollen wir das auch nicht vorbereiten für nächstes Mal? Mit der Ansicht hast du gerade gesehen, wie tief du noch ballern kannst. Ja, das stimmt. Teilweise, ne, kann man durchgucken. Gerade dieser Hau, da ist es nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Er hat nur 14% weniger.
Aber den Bagger könnte man, also das ist natürlich, jetzt kommen wir hier gar nicht so leicht rum. Den haben wir abgekoppelt, das ist gut. Und den müssen wir noch ausmachen. Oh, oh, oh. Erst Motor anmachen. Krass, jetzt habe ich den Hammer weit weggeschoben. Hier geht es aber auch echt runter, ne? Den kriege ich jetzt so nicht wieder ordentlich ran, glaube ich. 154 Likes. Vielen Dank, die Leute. Britisch, ja, ne, also wie gesagt, 11 sind wir jetzt schon. Noch mal wieder ein bisschen weiter hoch. Das war ja, der leuchtet ja eigentlich nur die Waschanlage schön an. Das Vollgas und dann die Handbremse lösen. Abos. Vielen Dank, liebe Leute. Das hast du gerade gesehen. Ja, so, ja, genau. Ich würde 3000 sagen. Eisenherz sagt 3000. Und? Ach so, ich muss da ein bisschen schräger ranfahren. Stück noch, Stück. Das reicht. Nicht wackeln, nicht bewegen. Ich fahre rundherum. Dieser Haufen hier, ne? Da ist auch noch ohne Ende Gold drin. Komische aufgeschüttete. Das ist schon verarbeitet, ne? Ist schon. In dem Boden war schon mal jemand dran. Eigentlich ist so 8 Uhr morgens nicht so die Time für Cleanout, ne? Aber. Das ist wieder so ein 50-50-Ding, ne? Was dann passiert nach dem Tanken. Oh, ich glaube wohl auf die. Aber. Bitte springen. So, unser vollbrachtes Werk hier vor uns. Und schön. Nicht so schön sauber gebaggert, aber wird noch was. Glückwunsch von Speedy, danke. Stoffel genau, Hände hoch. 23.500. Wie auch immer. Ich hoffe noch nur, dass hier nicht noch mehr kaputt geht an unserem Bagger. Wir haben noch echt viel, ne? Wollt euch noch mal kurz, der tankt ja ein bisschen. Achso, in der Zeit tankt er eh nicht weiter, ne? Goldmap. Alles des Goldes. So, wir sind hier unterwegs und wir sehen tatsächlich, also hier werden immer mehr Parzellen. Hier nochmal, wir machen jetzt heute eh nur noch den Cleanout. Hier, aber hier ist nur so viel, weil da so wenig ist. Hier war doch jetzt irgendwo so wenig, oder nicht, weil wir so wenig nur noch Erde da hatten. Hier 700 Gramm, 1200 Gramm. So, das sind die Karten. So viel Gold in diesem kleinen komischen Stück da vorne, wo eigentlich fast gar keine Erde ist. Ja, also wir werden da uns da komplett durchgraben, ne? Tank ist wieder voll. Perfekt. Achtung, nehmen wir mit. Ah. Zack. So, dann mal Motor an. Handbremse raus, Rückwärtsgang rein. 46% noch gefüllt, wir haben noch die Wasserpumpe ist noch an, ne? Da fahren wir jetzt dran vorbei, machen wir aus. Dann laufen wir gleich noch hin einfach. War jetzt schon mal mit dem ganzen guten Schürfmaterial, also hier, ne? Clean out. Mal aus.
War jetzt eigentlich beim Bagger noch was an? Das war mitgekriegt. Ich laufe nochmal zum Claim rüber. Bessere Nuggets gefunden, Bessere Nuggets gefunden als in der Sandkiste? Nee, also in der Sandkiste viel mehr. Wir haben nur ein Nugget gefunden. Wobei das eine Nugget wog, glaube ich, fast so viel wie alle Nuggets in der Sandkiste zusammen. Ganz auf. Also, ich bin mir nicht sicher. Da er nicht warnt, müsste das Licht aus sein. Ich hätte schon Bock, diese Waschanlage hier aufzubauen, ne? Um mal schick zu machen. Wir werden sehen, was wir noch alles so erreichen hier. So, dann haben wir nicht... Ach, wir haben theoretisch einen Eimer. Aber wir können hier oben erstmal reinschütten. Hier rein. Und ich glaube, hier hat man noch nichts reingeschüttet. Können wir das... Können wir machen mit dem ersten Eimer sonst. Erstmal schön aufreihen unser Material. Bau es Stück für Stück auf. Ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube tatsächlich mit dem Geld, was wir jetzt hier machen können, also das werden wir heute nicht mehr einschmelzen beim Händler. Dann gucken wir nochmal, ob wir Magnetit noch verkaufen, obwohl das macht den da dann auch offen. Old Arnold, der hier auf der Bank sitzt. Sieht gelohnt. Hat auch nicht gezählt, wie viele Eimer das jetzt waren heute Abend. Da ist er noch. Gut, dann müssen wir mal Strom und Wasser aufs. Hier haben wir 100%, das ist gut. Die Pumpe hier hinten noch mal anschmeißen. Das heißt ja noch zum Glück noch da zum Cleanout. Aber ich bin nicht. Ich glaube, der Vetter hat am meisten Goldgraben in der Sandkiste. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das halte ich für. So. Ja, können wir denn auch gleich schon was rein? Da geht ja bestimmt noch was kaputt heute. Oder wir haben bisher zu wenig gewaschen. Das kann auch sein. Go! Können wir eigentlich noch einmal mehr reinschmeißen? Und stopp! Stopp! So, das Material schmeiße ich jetzt gleich schon hier rein. Aber der ist ja noch nicht an. Aber wir brauchen den Eimer hier nochmal. Und ich mache Magnetit. Genauso wichtig wie Gold. Magnetit am Anfang nur zum Verbessern. Das genau, das wollte ich auch. Eine Verbesserung hatte ich mir schon gegönnt beim letzten Mal. Das war die Kosten fürs Einschmelzen gesenkt werden. Und genau. Und diesmal möchte ich dann. So viel zusammenkriegen, dass man den Verlust beim Schmelzen eingrenzen kann, weil das ist ja viel zu viel Verlust, was man da hat. Ich glaube, das wäre ganz gut, was guck mal, das ist schon wieder 1900 Magnetit in den Eimer hinzugefügt, da kommt echt was zusammen. Zack. Eigentlich kann ich das ja, starten. Guck mal, hier haben wir noch 6, 7 Stück noch. Cool. Brauche nicht. Aber das könnte trotzdem nicht reichen mit Magnetit, ne? Müssen wir mal schauen.
Hopp. Den, einmal den. Dann drücken wir wieder auf Start. Den, gehen wir mit ins Zelt. Stellen hier hin. Hier haben wir nämlich auch schon eine ganze Menge Eimer stehen. Ups, nehmen einen neuen mit. Schmeißen wir oben rein. Machen wir los. Drücken auf Stopp. Den, den. 1833 magnetiert, das ist immer ähnlich, ne? Ein bisschen Fließbandarbeit jetzt hier. Aber das ist hier wieder unser die Ernte der getanen Arbeit ungefähr. Ne? Das hat sich natürlich schon gelohnt, was wir hier alles gemacht haben. Unser Prozent, da können wir noch einmal mit vollfüllen und wieder immerhin 1600 Magnetit. Aber wir brauchen glaube ich 35.000 für die Stufe, wenn man so als Info. Ein Prozent Magnetit sind 1000 Gramm. Ich weiß es nicht. Einmal stapeln. Bestes Material haben wir hier, Leute. Ich freue mich. Es sind schon 10 Eimer, die wir stehen haben. Und da kommt noch ein bisschen was zu. Auch immer 1800 Gramm nochmal. Oh, 18.000, 20.000, also 20.000 Magnetit, vielleicht 25.000 kriegen wir zusammen. Also ich würde natürlich logischerweise nicht mehr schmelzen, weil wir müssen es finanziell nicht, wir müssen nicht schmelzen, bevor nicht wir diese Stufe erreicht haben. Ne? Ups. Vielleicht reicht es aber sogar schon. Gucken. Weil dann sind ja, ups, nein, das ist an einem runtergefallen. Das wäre so kritisch, wenn das tatsächlich leer werden würde, ne? Ach, ich hätte den auch gleich anmachen können. Da ist ja noch genug drin für eine Leitung. Und dann haben wir hier noch zwei Eimer. Du brauchst den Abscheider nicht ausstellen. Brauche ich nicht. Ich dachte mal, dann wird was verloren. Ja, früher war das so. Nicht mehr so. Nicht mehr so, ne? Okay. Kommt automatisch, das ist praktisch. Oh, das letzte Material hier, ne? Das ist ein guter Tipp gewesen, vielen Dank. Schon gewundert wahrscheinlich, warum ich den mal ausmache, ne? Aber früher, meine ich, war das so. Mittlerer Modus. Mit Nuggets eben. So, das war's. Jetzt kann ich aber nicht mehr stoppen. Ach, der wurde mich interessiert gar nicht, wie viel Gold wir hier haben. Ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Eimer plus 16, 17, ne? 17 Eimer. Ich fahre jetzt erstmal Magnetit weg. Aha. Das interessiert mich nämlich genauso viel. Ich weiß, die Pumpen laufen noch, wir sind auch in einer Minute wieder da. Anhänger mitzunehmen, dann geht mir doch nur wieder ein Reifen kaputt. Hopp. Schnell. Ne, da hat er 17 Eimer Gold da stehen, aber was macht er? Bringt Magnetit weg. Mich interessiert, ob wir da auf die 35.000 kommen. Mich interessiert natürlich auch, ob wir gleich 100.000 einnehmen damit können oder 200.000. Aber es macht natürlich auch den Unterschied, ob man viel Goldverlust hat beim Einschmelzen oder ob wir da endlich mal die Stufe hinkriegen, dass wir weniger Verlust haben beim Einschmelzen. Wahrscheinlich geht auch gleich das. Ach, weiß nicht. Ne, bestimmt nicht. Haben wir noch. Dazu kommen jetzt. Der Hebel bricht gleich ab. Yes, es reicht.
37.209, das ist ja also 35.000 brauchen wir. Cool, perfekt. Safe. Wir können also wieder Gold schmelzen. Die nächsten müssen wir gucken, wie viel die nächsten Stufen kosten. Also ich schmelze lieber mehrmals kleine Barren, dafür mit weniger Verlust und weniger Kosten, als einmal viel mit hohen Verlust und hohen Kosten. Deswegen sind das halt die Dinger, die man aufleveln sollte. Ah, ich glaube, nee, das ist die nächste Stufe. Ich meine, das war 35 für... Nicht 75 für den Verlust, oder war das die nächste Stufe mit den Kosten? Jetzt sagst du was. Dann wäre das nur die Hälfte. Knapp. Dann wissen wir, dass wir das nächste Mal 20 Eimer voll machen müssen. Dafür brauchen wir aber noch neue Eimer. Ich glaube, ich kann das hier nicht nachgucken, die Stufen, ne? Ich muss dafür zum City fahren, oder? Den Eimer, die Zelt waren schon durch den Magnetit gewaschen, bin ich... Ja, habe ich. So, liebe Leute, lasst das Gold beginnen. 858 wäre der aktuelle Radstand und hab noch kalten Kaffee. Wisst ihr, was cool wäre? Noch einen zweiten davon zu haben. Und das Ganze vielleicht in diesem großen, in der großen Halle aufzubauen. Aber dann müsst ihr die Wasserversorgung mit einem Anhänger regeln. Weil so weit mit dem Schlauch ist immer blöd. Ich weiß nicht genau, wie viel Wasser man braucht für diesen Cleanout. Mit dem Abscheider da und mit dem hier. Das Zelt, aber das Zelt ist irgendwie halt auch was, ne? Das ist schon urig irgendwie. Schmeiß einfach auf. Noch ein Eimer. Bei einem lassen wir lieber hier. Das sind gerade von 40. Nächste Ladung. Kann aber, also mit 75 war auch irgendwas. Ich meine, 35 war das, der Verlust, die erste Stufe. Transport, benachrichtigen Ausrüstungsgeschäft. 20.000 und Glenn, Arbeiter, Maschinenhandel. Fortsetzen. Nehmen wir mal ein Eimerchen hier. Wir haben etwa 1300 Gramm. Brauchen wir den Unzenrechner? Wo ist der Unzenrechner? Das war dann aber eben richtig viel Gewicht im Eimer. Das stimmt. 35 Kilo, ne? Ne, Quatsch, also nicht ganz. 31 Kilo. Das ist schon schweres Material. So laut im Zelt, ich bleib lieber ein bisschen draußen stehen. Das wäre, wie gesagt, wie ich auch schon mal sagte, das wäre cool, wenn man das jetzt hier irgendwo, ne, mehr grafisch sehen könnte, den Haufen in der Pfanne oder so. Das wäre immer ein bisschen blöd. Man sieht es hier zwar glitzern und man weiß, okay, da ist Gold drin. Aber dass sich das jetzt hier irgendwo sammelt, so ein dicker Bottich voll. Und das wäre, wenn sie es einfach grafisch darstellen würden, wäre cooler und hätte eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so schwer sein können. Man denkt an die Pfannen, ne, die sie dann immer wiegen. In der Originalserie. 2000 Gramm haben wir bald. Nach unten. Also das ist so eine 100.000 Einnahme, die wir hier erzielen oder so. Aber wir müssen natürlich auch noch wieder Pachtgebühren zahlen. Ein Shop im Tablet. Kann mal kurz gucken hier. 42 Programm aktuell. Kredite haben wir nicht, aber wir haben einen ziemlich hohen Kreditrahmen wahrscheinlich mittlerweile. 142. Ups. Gramm. Zähl mit. 1900 Gramm. Das ist natürlich cooler, wenn man das mit Unzen hochzählt, so wie auch in der Serie.
Den Klima könnte man auf Unzen umstellen, oder? Metrisch Imperial. Sitzjunzen, 71 Unzen. 72. Unzen. Das haben wir ja bei der Bank auch Unzenpreis, oder? ...1200 aktuell pro Unze. Sehr gut. Wo kriege ich denn alles, wenn ich jetzt hier einkaufe? Irgendwie, weiß ich nicht. Ab und an mal in die City zu fahren ist nicht so schlimm. Machen wir mal, wenn man zu viel Geld hat. Über 100. Ja. 70 Unzen und sind 96.000 theoretisch, aber wir haben noch einen hohen Schmelzverlust. Ne? Also der Wert, also 100.000 müsste klappen, ja. Ein Verkaufsträger links davon, okay. Dieses Material nochmal hinterher hier. Und natürlich auch ein paar Eimer bei, die sich richtig, richtig lohnen, weil das sehr, sehr gutes Schilfmaterial war. Ja, der Verpächter, Old Arnolds Nachfolger. Also Old Arnold ist ja nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der Claim jetzt gehört. Der wird sich freuen. Der verdient richtig Geld. Das ist so ein bisschen hier. Der Bates, ne? Tony Bates. Der hat immer so viel verdient durchs Verpachten. Sonst wird hier auch ordentlich Gold abgenommen. Das ist mal klar. Aber dafür haben wir auch beim letzten Stream haben wir nichts verdient. Und heute jetzt natürlich zum Ende hin. Ey, es ist auch schon echt schon wieder 20 nach 11. 160 Likes, also vielen Dank dafür. Und auch immer noch 135 Leute zur später Stunde. Aber die meisten, wahrscheinlich fast alle, ne, werden morgen frei haben. Und der letzte einmal. 97 Unzen, 98 Unzen, 99 Unzen. Und die 100 Unzen Marke ist geknackt, Leute. Check it. Da ist er doch. Licht hier. Hätte aber einen besseren Campingwagen eigentlich, ne? Oh, nochmal so ein Cleanout oder ein, zwei solche Cleanouts wahrscheinlich, oder? Rüstungsgeschäft 20.000 für Benachrichtigung, Störung und Reparaturen. Okay, Arbeiter für 10.000. Da gibt es noch mal irgendwie einen Bonus. Ne? So, sollen wir das nicht mal machen? Überlege ich mir vielleicht für den nächsten Stream, mir das mal anzugucken. Wir sind fertig. Wir haben 77,83 Unzen Gold aus dem Boden geholt. Mit dem Motto. Mehr als Rick Ness, ne? In jeder Woche in der letzten Staffel. So. Ja, ich weiß, wir sind im Spiel. Das ist trotzdem. Ich finde es aber lustig. Vergleichen. Wir haben auch echt viel Material bewegt. Also ich könnte online sozusagen, in Anführungsstrichen, online kann ich bestellen. Oder wird mir das hier alles hingeliefert? Ne, das war für Maschinen, ne? Dann wird mir das hier alles hingeliefert wahrscheinlich, ne?
Dann muss ich nicht mehr zum Shop fahren und da einkaufen, sondern kann alles online einkaufen. Hm. Nicht schlecht. Kannst Arbeiter einstellen, der den Eimer bei der Waschanlage tauscht. Okay. Also brauche ich nicht mehr aussteigen bei der Waschanlage sozusagen. Ich fahre jetzt nochmal zum Schmelzer. Ich bin beim nächsten Mal eine halbe Stunde mit Schmelzen beschäftigt. Wäre so oder so, ich werde jetzt nicht mehr alles einschmelzen. Ich will aber gucken, ob das 75 für die erste Stufe echt waren oder ob das nicht 35 für die erste Stufe waren. Ich meine nicht 35 für die erste Stufe und 75 war schon die zweite Stufe bei den Kosten. So meine Hoffnung. Das muss ich jetzt wissen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Ich werde ein paar Eimer kaufen. Aber wir haben heute auf jeden Fall im Stream doch gemerkt, dass einiges kaputt gehen kann. Angefangen vom Reifen, Hydraulikschläuche und mobile Waschanlagen, Wasserverteilungsdinger da. Genau, Fachbezeichnung gerade ist. Muss ich mal gucken, was da hinten drin liegt. Da steht das ja. Können wir auch einmal liefern lassen, ne? Also für 10, nee, für 20.000 kostet Shop-Freischaltung. Habe ich das Tablet immer später auch auf anderen Claims? Oder muss ich da wieder alles freischalten? Oder schaltet man das einmal frei und dann hat man das Tablet theoretisch, wenn wir irgendwann auf einen anderen Claim gehen. Können wir auch an- und ausbezahlen, gehört unser Claim, aber der kostet so viel. Warte, Motor ausmachen. Gute Nacht, Candy. Danke fürs Einschalten. Aussteigen musst, kannst aber zwei Eimer voll machen. Ich finde es so blöd, dass sie nicht mehr selber ein bisschen Gold schürfen. Das fand ich praktisch. Düse. Düse nennt sich das. Sehr gut. Danke. So, Verbesserung. Darwin. Möchte ich wieder ein Gramm sehen, ansonsten können wir es nicht sinnig vergleichen. Dann gehen wir wieder auf die Spieleinstellung. Spieleinstellung machen wieder auf metrisch, sagen anwenden, sagen zurück. Spielen. Fortsetzen. So. Und zwar verbessern. Die Zeit würde 35 kosten. Wir hatten beim letzten Mal die erste Kostenstufe gemacht. Ne? Kann ich nicht mehr anklicken. Die zweite Stufe kostet 70.000. Goldverlust kostet. Die Zeit könnten wir reduzieren, die mich aber eigentlich nicht interessiert. Goldverlust 75.000, da steht nicht mal wie viel. 70.000. Aber noch eine Kostenverbesserung, Schmelzkosten. Da würde ich eigentlich nichts einschmelzen von unserer Menge an Gold. Höchstens nach dem Motto Deko-mäßig ein Goldbarren, den man sich irgendwo hinlegt. Aber wir haben immer so viel Verlust. Einschmelzen. Mit 10% Verlust. 56,7 Gramm würden wir verlieren. Das ist viel. Ich werde diesmal nichts einschmelzen. Wir werden weiter sparen. Ich glaube trotzdem, dass der Heini sich das da, ne, sein Zeug nimmt. Wir haben noch 70.000. Da haben wir auf jeden Fall noch mehrere Tage Schürfzeit, diese Stufe von 75.000 Magnetit zu erreichen. Beim nächsten Mal gucken wir, was dann alles kaputt geht. Wir werden auf jeden Fall schürfen. Die 20.000 könnte ich mir vorstellen, dass wir die investieren tatsächlich für den Shop, um dann uns kaputtes Zeug seinen Hof liefern zu lassen. Da müssen wir nur ab und an nochmal tanken fahren. Wenn man nochmal so einen großen Cleanout vorbereitet, müssen wir ja gerne machen.
halbiert den Verlust bei der ersten Verbesserung. Und das ist echt nicht ohne. Ne? Wir müssen irgendwie 10-mal schmelzen oder so. Ah, 6-mal, ne? 6-mal schmelzen. Wir würden tatsächlich 10% von unserem jetzigen Gold verballern. Also 10 Unzen. 10 Unzen wären 12.000. 12 bis, was weiß ich, 13.000 würden wir verschenken. Und dann verschenken wir nur noch 6.000. Immer noch viel, klar. Wir werden ja später wahrscheinlich mit der großen Waschanlage auch irgendwie an mehr Magnetit rankommen, ne? Aber ich glaube, die erste Stufe müssen wir noch mit der mobilen Waschanlage vorlieb nehmen. Ich habe jetzt keine zweite gekauft, aber ich glaube, das soll man so. Wir haben alles getankt, wir sind gut vorbereitet, um im nächsten Stream wieder ordentlich loszulegen. Wir haben noch genug Erde in Reichweite. Nicht die beste Erde hier, das muss man aber auch sagen. Aber immerhin Erde. Erde des Goldes. Die haben wir markiert. Also eine ist da, wo der Bagger draufsteht oder so, ne? Hier ist überall irgendwas mit 1000 drin. Wir wissen das noch gar nicht so genau. Kein Goldaderanteil. Kann das sein, weil hier kein Goldaderanteil, keine Nuggets? Hier hoher Goldanteil, Goldaderanteil, da waren eben auch mehr Nuggets. Also, ich kann das nochmal markieren. Das ist der Bereich, den wir beim nächsten oder übernächsten Stream definitiv machen müssen, ne? Ganz, ganz hoch. Also da würden wir hier, weiß ich nicht, da sind 60.000 Gramm Gold fast drin. 60.000 Gramm? Dann nur 3.000? So viel Gold ist da drin? Einen Tank hinstellen, den kannst du befüllen. Ach, das stimmt. Den hatte ich tatsächlich auch schon mal. Ja, diese Ecke ist das nämlich. Die haben wir schon so ein bisschen angegraben. Und diese Parzellen, diese 6 Stück hier, die sind Gold wert. Schöner Schnack, ne? Hier noch zu Ende baggern und dann überlegen, was wir machen. Ich denke schon, dass wir umziehen, denn also wenn das sind schon mal so Überlegungen. Hallo, wir werden dann noch genug Material. Ach Gott, nicht die blöde Rolle hoch da. Bagger, komme ich so, da ist kein Jabberman, so gut kann er sich nicht. Also das wird das, also alles, was wir da erreichen, noch wegbaggern, so ein bisschen wegziehen. Und dann umziehen. Und diese Bereiche wegbaggern. Das ist wie gesagt bester Grund. Deswegen. Hier noch alles wegmachen. Mit dem Bagger noch ein bisschen vorfahren. Der kann ja dann hier hinfahren. Dann können wir da noch wegbaggern, wo er gerade steht. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und dann gehen wir da rüber zu diesen. Ja, das sind jetzt eigentlich 3,5, ne? Die Hälften haben wir immer schon. Oder ein hoher Goldaderanteil ist, habe ich natürlich dann tatsächlich auch Hoffnung, dass es dann merklich wieder mehr Nuggets gibt. Ich glaube, dann kann man tatsächlich fest sagen, das liegt am Goldaderanteil, wenn mehr Nuggets bei rumkommen. Wenn nicht, dann ist es so. Das ist irgendwie ein anderer komischer Zufall. Aber klingt ja irgendwie logisch, ne? Und die Waschanlage andersrum hinstellen. Ja, damit ich besser reinwuchten kann, ne? Das macht Sinn. Da müssen wir auch gucken. Aber hier ist es, glaube ich, relativ gut hinzustellen. Wir hatten. Man muss die Goldkarte nochmal angucken. Ich meine, die sind auch gut. Das ist zwar nicht viel, aber das ist auch nicht viel Material. Obwohl hier ist. Wahrscheinlich ziemlich weit vorne gebohrt. Und jetzt. Mitte, da ist nicht mehr so viel drin. Aber auch nicht mehr viel Material. Aber macht Spaß auf jeden Fall. War ein schöner Clean-Off. Wir haben ein ganz gutes Gold. Wir wissen, dass wir ca. 70.000 noch auf dem Konto haben. 100.000 schon auf Halde in Gold. Aber wir werden beim nächsten Mal nochmal wieder Vollgas geben müssen. Viel Magnetit aus dem Boden holen müssen.
Ich will auf jeden Fall diese Verbesserung haben, bevor wir anfangen, das hier wieder einschmelzen zu lassen. Und wir dann weitermachen, weiß man nicht, ne? Dann, wir müssen es aber irgendwie auch sauber abtragen, ansonsten kommen wir hier nachher nicht mehr vorbei. Ein Problem und kommen auf den letzten Abschnitt unseres Claims. Da müssen wir tief gehen, weil hier ist es auch nicht tief. Hier haben wir eben auch schon tief runtergebuddelt. Das sieht man ja auch. Irgendwann konnte man das mal durchbacken sehen. Hier sehen wir es aktuell. Dann würde ich sagen, was das für heute gewesen sein, Leute. Danke wieder für euren Support. Danke für Twitch-Zuschauer. Danke für YouTube-Zuschauer. Ich wünsche euch morgen einen schönen Ostermontag. Nochmal natürlich ein bisschen Werbung, was morgen alles kommt. King of Retail, 11 Uhr. Rescue HQ, 11.30 Uhr. Und 12 Uhr. Nordfriesischer Marsch LS und auch morgen um 15 Uhr eine Folge Nordfriesischer Marsch LS. Und zwar viele, viele Einnahmen. Aber das, was wir hier jetzt verdient haben, nicht besonders. Ja, von daher, denkt dran, um 0 Uhr wird die noch Gold abgezogen. Ja, ein bisschen. Aber das ist ja dann, ne, das ist ja auch in Ordnung. Und tiefer gehen. Ja, wir müssen ja dann irgendwie, wenn man tiefer gehen will, müsste man wahrscheinlich von hier anfangen und eine Schneise durchziehen, ne? Und die Waschanlage hinterher, aber die braucht immer eine gerade Fläche. Möchte man, ja, vielleicht. Wir überlegen uns das noch. Schönen Abend, danke, wie gesagt, danke fürs Reinschalten, danke für die ganzen Likes auch wieder auf YouTube. Wer noch nicht geliked hat, jetzt die letzte Chance. Vielen Dank für euren Support. Wie gesagt, angenehme Nachtruhe, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.